Wenn ihr uns regelmäßig schaut, dann denkt dran, das geht nur mit eurer Unterstützung. Also wir brauchen euch, wir brauchen euren Support, ohne den funktioniert das hier alles nicht. Das ist ein freiwilliges Projekt, Fairtalk, und von euch ist das auch freiwillig, und deswegen möchte ich euch nochmal an eure Freiwilligkeit erinnern, an diejenigen, die das noch nicht machen, die regelmäßig dabei sind, uns vielleicht einen kleinen Dauerauftrag einzurichten, oder es gibt auch noch ganz viele andere Möglichkeiten, die stehen alle unter diesem Video. Also ich zähle auf euch. Und ihr könnt auf uns zählen. In diesem Sinne, vielen Dank und bis ganz bald an dieser Stelle. Tschüss. Eine Schamanin vom Chiemsee in der großen Stadt Hamburg. Hallo Annabelle, ich grüße dich ganz herzlich und freue mich sehr auf unser Gespräch heute und frage mich, wie ist das für dich in der Großstadt? Anstrengend oder eher inspirierend? Also, lieber Jens, sehr schön, dass ich da sein kann, und ich genieße Hamburg. Ich genieße Stadt, ich genieße Inspiration und Menschen. Das war nicht immer so, aber es ist eben ein Ort der Fülle. Und ich glaube, das ist sehr schön, diese Fülle auch zu erleben und ihr zu begegnen. Wie bist du zur Schamanin geworden? Das ist eine spannende Geschichte und darüber wollen wir heute sprechen. Ich finde es ja ganz wunderbar, dass ja wir uns auch immer mehr zu diesen Themen hin orientieren, nicht nur, weil es uns interessiert. Das Wunderbare ist, dass es auch immer mehr Menschen interessiert. Ist das auch dein Eindruck? Ja, das ist auch mein Eindruck. Aber ich glaube, was wichtig ist, dass wir die Dinge stärker als normal begreifen. Also das ist etwas, was für mich immer sehr wichtig war. Man ist deswegen nicht anders. Man ist vielleicht ein bisschen mehr, aber dieses ein bisschen mehr ist etwas, was die Menschen interessant finden, wonach sie selber auch eine Sehnsucht haben. Und das ist mir sehr wichtig auch zu sagen, dass dieses Meer für uns alle verfügbar und möglich ist. Und es bedeutet, ganzheitlicher auch als Mensch sich zu spüren. Und ich glaube, das ist ein gutes Erleben. Das ist aber eben auch ein kraftvolles Erleben. Das ist nichts, was irgendwie abgehoben ist. Mhm. Fangen wir mal in deiner Kindheit an. Du hast eben im Vorgespräch erzählt, da warst du sehr spirituell angebunden und hast aber niemanden gehabt, mit dem du das wirklich teilen konntest. Ja, also ich würde sagen, als Kind war die Situation ja die, das war für mich normal. Ich war mit der Natur sehr eng verbunden. Ich hatte auch diese Möglichkeit, ich bin ja in München geboren und aufgewachsen, habe aber die Wochenenden bei meinen Großeltern auf dem Land verbracht, ohne meine Eltern, hatte dort sehr viel Freiraum und war die ganze Zeit in der Natur. Und für mich war die Natur wie so eine erweiterte Familie. Ich habe dort gespielt, ich war verbunden mit dem Wind, mit dem Gras, mit dem Baum, so wie man als Kind eben verbunden ist. Und das war für mich gar nichts Besonderes. Aber wenn man älter wird, wird man bewusster. Man sieht, dass andere Menschen die Dinge anders erfahren und erleben. Und so wurde mir auch selber immer bewusster, dass so wie ich die Dinge erlebt habe, doch nochmal das in eine Dimension tiefer geht, die für die anderen Menschen nicht so verfügbar ist. Und das ist eben so ein Prozess. Und es war nicht nur die Natur, sondern in der Stadt, auch je älter ich wurde, desto komplizierter wurde es. Es sind sehr viele Informationen in der Stadt. Wenn ich U-Bahn gefahren bin, war ich auch schnell erschöpft. Alles hat sich so angetragen. Und das war zunehmend für mich schon auch eine Belastung. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum ist das eigentlich so? Warum fühle ich so viel? Warum sehe ich so viel? Und habe da eigentlich nach anderen Menschen gesucht, die auch so wahrnehmen. Also ich würde sagen, es ist ein Erkenntnis- und Bewusstseinsprozess von einer Verbindung zur Natur über ein komplexeres System,
wo ich für mich einfach Antworten gesucht habe. Du hast also, um das jetzt mal für alle verständlich zu machen, du hast mehr gesehen, als andere sehen, obwohl ja eigentlich wahrscheinlich alle Menschen grundsätzlich diese Anbindung haben, aber sie früher schon gekappt wird als bei dir. Ja, also ich glaube, dass es mir eben gelungen ist, in dieser Anbindung stärker zu verbleiben, warum auch immer. Und wenn einem diese Anbindung bewusst wird, dann arbeitet man auch anders damit. Man drängt sie nicht weg, sie verschwindet nicht, wir vergessen sie nicht, sondern sie ist trotzdem da. Und das ist etwas, was auch ein Konfliktpotenzial mit dem Alltag bringt. Also wenn ich dann zum Beispiel gesehen habe, dass eine Freundin meiner Mutter, dass es der gesundheitlich sehr schlecht geht und das hat sonst niemand gesehen und ich habe meine Mutter darauf angesprochen, dann habe ich da großes Unverständnis geerntet. Und solche Situationen sind mehrfach passiert und dann merkt man, die Leute wollen das nicht wissen. Das ist etwas, was sich ihrer Wahrnehmung entzieht. Und das bedeutet, dass ich diese Sachen nicht mehr kommuniziert habe, im Inneren stärker behalten habe, aber natürlich versucht habe, für mich auch Lösungen zu finden. Auch ein bisschen liegt es auch daran, dann Angst zu haben, ausgegrenzt zu werden, weil man so besonders in Anführungsstrichen ist? Ja, man merkt, man ist anders und man hat Angst, nicht geliebt zu werden. Dass man ausgegrenzt wird, dass man nicht verstanden wird. Und man will ja auch, man will die Liebe und Akzeptanz der Eltern, auch des Umfelds. Und man merkt sehr schnell, wenn das Umfeld komisch reagiert. Und das stellt man gar nicht, das prüft man nicht groß noch extra nach, sondern man zieht sich eben zunehmend zurück. Und das verschwindet wie im eigenen Innern. Aber ich konnte es eben in meinem Innern auch bewahren. Also es war für mich eben schon noch spürbar. Und so habe ich versucht, innen und außen immer wieder für mich in eine gute Balance zu bringen. Mhm. Du hast gesagt, mit 20 hast du diese spirituelle Tür erstmal komplett zugeschlagen. Ja. Ist das dann auch so der Versuch gewesen, sich erstmal aufs Leben, aufs normale Leben, wie wir es als Gesellschaft definieren, im kollektiven Bewusstsein jetzt einzulassen? Ja. Also das war eine ganz bewusste Entscheidung, weil ich eben gesehen habe, andere Leute leben total unkompliziert. Sie leben ganz intensiv, sie sind jung und sie machen Dinge, die ich auch so unkompliziert wollte. Und das ist auch ein längerer Prozess gewesen und irgendwann war ich so frustriert, dass ich gesagt habe, so, für mich ist ganz klar, ich möchte das alles, was ich wahrnehme, nicht mehr wahrnehmen. Ich möchte, dass diese Türe zu ist. Ich möchte ganz normal leben wie jeder junge Mensch. Ich möchte auch nicht mehr anders sein. Auch dieses Empfinden, anders zu sein, wollte ich nicht mehr. Und so habe ich für mich ganz bewusst die Tür zugemacht und habe gesagt, so, jetzt ist Stille, jetzt möchte ich nichts mehr sehen und gut ist. Und das war dann auch ein Moment, da war es von heute auf morgen auch vorbei. Und das war erstmal ganz großartig für mich. Also das war ein Befreiungsschlag. Ja, das hat mich erstmal frei gemacht, ganz normal diese Dinge auch zu sehen, den Dingen normal und unverstellt zu begegnen und einfach zu leben. Ja, in dieser Lebenskraft, die man so hat mit 20, die Welt zu erkunden. Und das war schon auch so ein Freiheitsschlag für mich in diesem Moment. Und dann kam eine Nahtoderfahrung. Ja, also lange Jahre habe ich dann so gelebt. Ich habe mein Studium gemacht, ich habe gearbeitet, so ganz normal, wie wir ja alle sind. Du hast in der Firma deines Vaters auch gearbeitet genau. Und hast dich mit Produktdesign beschäftigt. Genau, ich habe Marken für die Kosmetikindustrie entwickelt. Mhm. Genau. Und das habe ich dann einige Jahre intensiv gemacht. Ich habe ja ein geisteswissenschaftliches Studium gemacht. Das hat mich noch so ein bisschen in die Verbindung und Inspiration mit Dingen gebracht. Damit ging das ganz gut, aber der Job war eigentlich dieser letzte Schritt für mich auch in eine Selbstentfremdung und mich auch nicht mehr wirklich spüren und wahrnehmen zu können. Auch nicht mehr zu sehen, was ist wirklich wichtig. Und dann kam dieses Nahtoderlebnis, da ist meine zweite Tochter geboren. Das hat erstmal alles ganz wunderbar geklappt und dann bin ich eben ins Zimmer schon gekommen. Aber es ist eben sozusagen, es war ein Kaiserschnitt, es wurde nicht gut genug vernäht und eine Vene ist eben geplatzt oder hat nach innen geblutet. So habe ich eben viel Blut verloren, ohne dass man das gesehen hat. Und irgendwann wurde erkannt, da stimmt was nicht. Und dann bin ich eben in den OP geschoben worden, weil man gesagt hat, jetzt müssen wir sofort handeln, da passt eben etwas nicht.
Und in dem OP habe ich erstmal auch so eine, habe so eine Anästhesie bekommen. Das heißt, ich war eben nicht betäubt, war ganz präsent und dann wurde diese OP gemacht. Und dann hörte ich eben, man hört ja diesen Herzschlag und man hört auch die Ärzte. Und dann hörte ich, wie gesagt wurde, wir verlieren sie. Und dann höre ich auf einmal, wie diese Herztöne weg sind. Und dann bin ich auch wie weg gewesen, einen ganz kurzen Moment. Und dann sehe ich auf einmal wie eine andere Einstellung und sehe mich auf dieser Liege liegen. Das heißt, ich schwebe irgendwie so drüber. Das war mir aber erstmal nicht bewusst. Ich sehe das da unten so und für mich ist klar, ich liege da. Und das gucke ich mir so an und ich gucke mir den Raum an und ich höre, wie die Leute sprechen, was sie sagen. Also ich bin da live dabei, konnte mich dann danach auch an alles erinnern. Und dann kommt so dieser Moment, dass mir bewusst wird, okay, ich bin ja hier oben. Und dann wurde mir bewusst, okay, ich bin hier tot und trotzdem bin ich da. Und das war ein unglaublich intensiver Moment für mich. Aber bevor ich diesen Moment irgendwie reflektieren konnte, merkte ich schon, da ist wie ein Licht hinter mir, da ist wie ein Gesang, da entsteht so eine Sehnsucht. Ich muss dazu sagen, als ich mich da unten hab liegen sehen, das war vollkommen ohne Drama. Ich habe gar kein Gefühl gehabt. Es war ganz normal und in Ordnung, wie es war. Und dann entsteht dieses Licht, es entsteht diese Sehnsucht, es entsteht dieses Gefühl, das ist das Schönste, was ich hier erlebt habe. Und mit dieser Sehnsucht drehe ich mich um und denke mir, da muss ich hin. Und es war auch gar kein Vertun, also dass ich das da unten zurücklasse. Da gab es gar keinen Gedanken, ob ich das will oder nicht. Es war ganz klar, ich gehe da hin. So drehe ich mich um und will da so hin. Und dann bekomme ich aber den Impuls sehr deutlich, das ist jetzt noch nicht die Zeit. Woher kam dieser Impuls? Kannst du das sagen? Es ist eigentlich wie ein erschütternder Gedanke, den man selber denkt, oder wie eine Stimme aus dem Off. Ich kann das nicht so sagen. Und dann brach es weg. Und das nächste, woran ich mich erinnern kann, ist, dass ich dann eben in meinem Zimmer im Krankenhaus aufgewacht bin. Und dann habe ich also schon viele Wochen und Monate gebraucht, um das irgendwie mir bewusst zu machen, was ist da überhaupt passiert? Und mir bewusst zu werden, das ist eigentlich total krass. Man ist tot, also keine Herztöne mehr, also auch keine Gehirnfrequenz mehr. Und trotzdem ist man da und präsent. Also absolutes Bewusstsein, diese Präsenz im Sein. Und dann dämmerte es mir so, dass das ja bedeutet, dass wir sehr viel mehr wie dieser Körper sind. Dass das, was wir wirklich sind, überhaupt nicht der Körper ist und unabhängig davon. Aber trotzdem war diese Zeit auch sehr schwierig, weil ich habe ja diese kleinen Kinder gehabt. Ich habe ein wahnsinnig schlechtes Gewissen auch gehabt gegenüber diesen kleinen Kindern. Meine ältere Tochter war gerade 2, die kleinere ja gerade geboren. Und ich habe mir gedacht, wie kann das sein, dass ich da einfach gegangen wäre, ohne einen Gedanken zu verschwenden, dass ich diese beiden Kinder und meinen Mann einfach so zurücklasse. Das finde ich aber eine sehr spannende Frage. Also dieses, das heißt, du wolltest zum Licht. Du wolltest in die andere Richtung. Ja. Und in dem Augenblick war dir das andere ja egal? Man ist wie losgelöst. Ich glaube, es ist eben keine Emotion mehr da. Es bindet einen nichts. Man ist frei in diesem Moment. Kann man auch sagen, alles ist richtig? Ja, es ist alles richtig, stimmig und am Punkt. Es gibt keine Frage. Und das ist auch sehr befreiend. Es ist auch etwas, was einem im Nachhinein immer wieder auch die Kraft gibt. Es gibt eben etwas, was übergeordnet ist. Übergeordnet für dieses Leben, aus dieser Sozialisierung, aus diesem Alltagsmenschentum, das wir alle sind. Es gibt eine höhere Wahrheit, eine höhere Weisheit. Und das ist eine höhere Kraft. Und das ist auch sehr gut, wenn man diese Erfahrung gemacht hat. Wie lange hat das angedauert? Also bis du dann wieder zurückgekommen bist? Du meinst jetzt im OP? Ja. Also ich denke, also in der Situation, das war, glaube ich, waren ein paar Minuten. Ja. Mhm. Aber bis ich aufgewacht bin in diesem Raum, das waren sicherlich 1-2 Stunden. Aber ich habe danach auch nicht mehr nachgeforscht, wie lange die Herztöne weg waren. Ich kann es eigentlich nicht sagen. Und ich wollte es auch nicht wissen. Ich habe auch im Krankenhaus nicht nachgefragt. Wenn nicht der Arzt, der mich entlassen hätte,
im Rausgehen noch gesagt hätte, na, da hätten wir sie ja beinahe verloren, dann glaube ich, wäre mir das so nicht so bewusst gewesen. Das kam alles, hat sich das so nach und nach zusammengesetzt. War das für die Ärzte und Schwestern und alle, die da waren, auch eine Sensation? In dem Fall hast du so, war das so oder war das so, okay? Also ich glaube... Hätte halt so ausgehen können, ist jetzt so ausgegangen, eher neutral. Ich glaube so, es wird pragmatisch gesehen, ja. Und es hat ja auch keiner nach den Erfahrungen gefragt. Es ist ja nicht klar, was passiert da. Also es ist schon etwas, wo Ärzte, denke ich, eben schon öfter mal in so eine Erfahrung kommen, dass jemand weg ist, den sie dann wieder zurückholen. Aber diese Minuten, die du da gerade geschildert hast, die haben dazu geführt, dass sich dein Leben komplett verändert hat. Ja, dass meine Sicht auf die Wirklichkeit sich komplett verändert hat, denn ich habe für mich gesehen, Wirklichkeit ist etwas ganz anderes wie das, was wir so erlernen, wie wir über Wirklichkeit denken. Und das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Das heißt, es ist nicht etwas, was konditioniert ist, sondern was ich wirklich erlebt habe. Und das hat mich tief ergriffen, aber es hat eben auch die Zeit gebraucht, bis diese Erkenntnis für mich irgendwie so gelandet ist und mir bewusst wurde, was das eigentlich heißt. Nämlich, dass wir eigentlich geistige Wesen sind. Dass wir sozusagen in dieses Leben kommen mit diesem Geist, mit diesem Bewusstsein, dass wir dieses Leben führen, wo diese Form von Bewusstsein sehr eingeschränkt ist und dass, wenn wir gehen, diese Form des reinen Bewusstseins eben wieder Teil von uns wird. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen, bei so einem intensiven Erlebnis dann die Tage danach, wenn du wieder im Körper bist? Mhm. War das so wie, ich musste jetzt mit der ganzen Welt drüber sprechen oder eher so, ich sag lieber gar nichts und das war irgendwie nur ein Traum? Erstmal habe ich überhaupt nichts gesagt. Und es ist ja so, man geht in dieses Leben zurück, da sind zwei Kinder. Ich habe Schmerzen mit dieser OP-Narbe gehabt. Man hat so viel erstmal zu tun, was man so tun muss, was getan werden muss. Man funktioniert einfach. Und neben diesem Funktionieren entstehen dann immer wieder gedankliche Räume, wo man versucht, das irgendwie für sich in eine Ordnung zu bringen. Und auch in eine Bedeutung. Und was mich aber dann vor allen Dingen in diesen Monaten auch sehr stark umgetrieben hat, ist dieses Gefühl der Sehnsucht gewesen. Dieses total glücklich zu sein, ganz bei sich zu sein. In diesen Minuten. In diesen Minuten, wo ich sozusagen tot war. Und das hat mir ganz klar gemacht, ich bin in diesem Leben eigentlich nicht wirklich glücklich. Also ich bin sehr glücklich mit meinem Mann. Ich bin sehr glücklich mit meinen Kindern. Ich bin glücklich mit meinem Leben auf dieser normalen Ebene. Aber tief in mir ist etwas, was unerfüllt ist. Und das habe ich eben über diese Sehnsucht in diesem Nahtoderlebnis sehr stark gespürt, auch diese Kluft. Und da war für mich klar, ich möchte eigentlich dahin. Ich möchte dieses ganzheitliche Gefühl, möchte ich im Hier und Jetzt leben. Ich will eigentlich diese Sehnsucht stillen. Ich will nicht warten, bis ich wieder gehe. Und das ist etwas, was mir eigentlich immer klarer geworden ist. Und dann hast du einen Schamanen getroffen? Ja, also wie es manchmal so kommt, das war ein paar Monate später. Also dazu muss ich sagen, ich bin aus einer sehr bodenständigen Familie. Für mich ist Esoterik und Schamanismus überhaupt nichts gewesen, mit dem ich irgendwie groß in Beziehung war. Ich glaube, ich wusste damals noch nicht mal, was Schamanen sind, ehrlich gesagt. Und ich hatte aber natürlich die Situation, dass ich gesucht habe, wie geht es mit dieser Sehnsucht? Und dann sind immer diese Bilder aus meiner Kindheit gekommen, diese Verbindung zur Natur. Und das hat mich so ein bisschen geleitet und dann war ich irgendwann unterwegs und habe ein Buch gefunden in einem Buchladen, zufälligerweise Altes Wissen für eine neue Zeit. Und da werden unterschiedliche Schamanen weltweit interviewt. Und ich sah dieses Bild von diesem Schamanen auf dem Cover und dachte mir, komischer Typ, irgendwie alles so ein bisschen seltsam und wild. Eigentlich nichts, was mir entsprechen würde, aber ich musste dieses Buch mitnehmen. Und dann habe ich dieses Buch gelesen und die unterschiedlichen Interviews. Dann fiel es mir eigentlich wie Schuppen von den Augen, weil ich das Gefühl hatte, so wie die sind, so wie die die Welt erfahren, das ist das, was ich bin. Und das hat den Bogen zur Kindheit geschlagen, aber eigentlich auch den Impuls gegeben, wie ich diesen Weg der Sehnsucht eigentlich gehen kann. Mhm.
oder wo ich vielleicht Antworten finde. Und vor allen Dingen ein Interview hat es mir sehr angetan von einem grönländischen Schamanen. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, das finde ich fantastisch, wie der über die Natur und diese Verbindung redet. Wie hat dein Mann darauf reagiert? Also oft ist es ja so, dass das Umfeld erstmal sagt, jetzt spinnt die. Mein Mann nicht. Also ich glaube, meine Mutter und mein Vater hätten das so gesagt. Deswegen habe ich das auch nicht erzählt. Das war mir schon klar, dass das sehr schwierig ist. Emotional schwierig für meine Eltern, die auch nah an mir dran sind. Aber auch von ihrem Glaubenssystem. Bei meinem Mann ist es eben so, wir teilen eigentlich alles. Das heißt, da geht es um dieses authentische Sich-Begegnen. Trotzdem habe ich nicht sofort diese ganze Story ausgepackt. Ja? Das war ja für mich auch schon zu viel. Also Schritt für Schritt sind immer wieder so Kleinigkeiten eingeflossen. Und diese Kleinigkeiten haben dazu geführt, dass wir in einen Dialog gekommen sind. Und mein Mann hat das verstanden. Hat verstanden, dass diese Sehnsucht für mich etwas ganz Wichtiges ist. Und als ich dann von diesem Interview gesprochen habe, hat er sich dann eben hingesetzt, hatte mir da gar nichts gesagt und hat recherchiert und hat gesehen, dass dieser Schamane nach München kommt und ein Seminar anbietet. Und hat mir dann zu Ostern eine Karte geschenkt, damit ich da teilnehmen kann und ihn kennenlernen kann. Und das war natürlich eine wunderbare Geste von ihm und so bin ich dann da aufgelaufen. Und dann hast du dich mit ihm auf die Reise gemacht? Ja. Das ist ja erstaunlich. Also ich muss sagen, ich stelle mir das jetzt einfach gerade vor, zumal ja auch die Umstände eher dafür sprachen, dass jeder gesagt hat, du kannst doch jetzt nicht irgendwie da mit dem losziehen. Du hast zwei kleine Kinder, das geht doch nicht. Ja. Also ja, so ist das. Es ging aber. Ich würde sagen, ich habe es gemacht und so ist es immer im Leben. Wenn mir Dinge wichtig sind, dann geht es darum, dass wir Wege finden und zwar auf eine gute Art. Und das bedeutet, alle irgendwie mit ins Boot zu holen. Und das ist mir gelungen, aber ich musste erstmal mich ins Boot holen. Weil ich hatte eben eine klare Einladung für diese Reise und der Schamane sagte, es wird Zeit, dass du deinen Weg gehst. Und gleichzeitig waren für mich sehr viele Ängste da. Ich dachte mir, was will der Typ von mir? Der will mich damit nach Grönland mitnehmen. Was ist das überhaupt für ein Typ? Also das haben wir Menschen. Wir haben Zweifel und Ängste. Und damit musste ich erstmal so ein bisschen fertig werden. Und dann kam aber dieser Impuls, ich muss da mit. Und ich habe meinem Mann vorher schon immer erklärt, ich kann da auf gar keinen Fall mit. Also der spinnt ja und ich habe diese zwei kleinen Kinder, da gehe ich auf keinen Fall. Und in die Arktis im Winter mit minus 40 Grad, ich friere auch leicht, ich habe es gerne bequem und schön. Es war ganz weit weg von mir. Und an einem Morgen bin ich aufgewacht und ich wusste, ich muss da mitfahren. Und dann habe ich mich aufgesetzt und dann habe ich zu meinem Mann, der neben mir lag, gesagt, du, ich muss da mit. Und dann hat er gesagt, das ist kein Problem. Ich passe auf die Kinder auf und du kannst fahren. Die viel größere Hürde waren meine Eltern, weil natürlich meine Mutter gesagt hat, um Gottes Willen und mit den kleinen Kindern und dieses kleine Wesen, das kannst du deinem Mann doch auch nicht zumuten. Und es sind ja schon die Gedanken gewesen, die ich selber davor so oft gedacht habe. Aber ich habe es dann eben doch gemacht und das war sehr wichtig und auch richtig. Ich bin quasi dem Weg meines Herzens gefolgt. Bitte, Spock, ich habe dir auch, glaube ich, noch gar nicht guten Abend gesagt. Guten Abend. Schön, dass du da bist. Die Damen und die Herren. Und du hast dich gemeldet wie in der Schule. Ich habe mich gerade gemeldet. Bitte. Ja. Bei mir ist jetzt, ihr wisst das schon, weil ihr ja schon gesprochen habt, aber mir jetzt, ich also als externer Zuschauer, fehlt mir gerade die Info, wie kam es überhaupt zu dieser Einladung? Das ist jetzt kurz übersprungen worden. Ja. Du bist da hingegangen in ein Seminar, Retreat und jetzt plötzlich gibt es eine Einladung. Wieso überhaupt? Also es war eben so, ich kam Gute dahin. Frage, danke. Und dann hat er halt die Arbeit gemacht und es lief so und ich habe mir das angeguckt. Ich war total fasziniert, wie er das macht, wie die Energien im Raum sind und so. Und habe da schon Dinge gesehen, die vielleicht nicht jeder sofort sieht. Und mir war klar, der kann und macht etwas, was ich eigentlich auch kann und machen möchte. Und in der Pause war es so, waren ganz viele Menschen, die sozusagen anstanden, um mit ihm ins Gespräch zu gehen. Und ich wollte eigentlich ja auch mit ihm sprechen, aber ich dachte mir, nee, also ich stelle mich jetzt da nicht noch hinten an. Habe dann so in meinen Apfel gebissen und dann sehe ich, wie er mich anguckt, wie er aufsteht und mich so ranwinkt und dann auf den Innenhof deutet. Also es war irgendwie klar, er will mich sprechen. Dann dachte ich mir, erst bin ich, das kann das sein, dann bin ich da natürlich hin. Und dann hat er mich gefragt, was ich hier mache.
konnte ich auch nichts groß zu sagen. Und dann sagte er, es wird Zeit, dass du deinen Weg gehst und ich möchte dich einladen. Ich reise durch Grönland und besuche die Plätze meiner Ahnen. Das sind Kraftorte, Wissensorte und ich möchte, dass du mitkommst. Mehr hat er nicht gesagt. Und dann habe ich aber Monate gebraucht, um mich dafür überhaupt zu entscheiden. Okay, das klingt ja auch erstmal seltsam. Ich meine, ist ja als erstes auch erstmal ein fremder Mann, der sagt, ja, geh mal mit mir reisen. Genau, also es waren noch andere Leute, Gott sei Dank, mit dabei. Aber das sind natürlich die Gedanken, die man hat. Ja, es ist ein älterer Mann. Ich meine, ich war jetzt nicht mehr so super jung, aber ich war irgendwie im Verhältnis noch jung. Dann dachte ich mir, lädt der mich ein, weil der was von mir will? Dann recherchiert man, was gibt es über diesen Menschen? Ist der sozusagen glaubwürdig? Ist der integer? Letztendlich habe ich mich dann, ich habe auch nichts anderes gefunden, was gegen ihn gesprochen hätte, war eigentlich alles wunderbar. Und letztendlich muss man sich für sich dann eben auch entscheiden und über die Ängste wie hinüberspringen. Ja. Da würde mir jetzt die Frage dazu einfallen, die ich ganz oft stelle bei solchen Geschichten, wenn ich sie höre, woher weiß ich denn, was richtig ist? Also dieses, ja, das ist ja ganz oft so, klar, aufs Herz hören, auf die Intuition hören, aber oftmals ist es ja eben auch da, wenn ich aufs Herz höre, bedeutet das ja nicht, dass es alles glatt läuft. Sondern, nein. Also ja, woher hast du die Sicherheit genommen, die richtige Entscheidung zu treffen? Auch auf dieses Herz hören, das ist ja was, wie macht man das? Genau. Ja, das sagt man dann hinterher so leicht. Aber ich glaube, neben diesen ganzen Gedanken und Emotionen, wo ich sozusagen keine Lösung gefunden habe, kam dann ein Moment, ein Impuls, der mir wie gesagt hat, ich muss da mitfahren. Und das habe ich einfach genutzt. Das war dieses morgens Aufwachen, genau. Und ich weiß jetzt, ich muss da eigentlich mit. Und gleichzeitig aber schon auch Riesenrespekt davor und auch Angst, oder war auch in dem Augenblick klar? Es war klar, aber ich hatte trotzdem Ängste. Und dann habe ich auch geguckt, ja, was erwartet mich da? Wie mache ich das? Also ich wollte mehrfach diese Reise absagen. Es ist ja nicht so, dass man dann irgendwie, dass alles klar ist. Aber trotzdem, also es war so klar, dass ich doch diesen Weg weitergegangen bin und dann letztendlich mit auf dieser Reise war. Hm. Diese Reise, davon handelt dieses schöne Buch, Der Gesang des Eises, wie ich zur Schamanin wurde, ist eine Reise, wenn ich das lese, dann denke ich fast, wow, also das ist so real, dass es schon fast surreal sein könnte. Also dieses Buch habe ich ja viele Jahre später geschrieben und ich habe dieses Buch nicht geschrieben für mich selbst, sondern ich habe das Buch geschrieben für die Menschen, weil ich mich erinnert habe, wie alleine ich war mit diesen Dingen. Und es geht gar nicht um die Menschen und erweiterte spirituelle Fähigkeiten, sondern um das, was wir Menschen alle haben. Unsere Ängste, unsere Sehnsüchte, die Möglichkeiten, immer wieder auch über Grenzen zu gehen, zu wachsen zu werden und unsere Potenziale zu entfalten. Also es ist ein Buch, was Mut machen soll. Und es ist gleichzeitig ein Buch, wo es eben darum geht, eigentlich jeden Leser mit auf diesen Schlitten sitzen zu haben, damit das nachvollziehbar wird. Damit das eben nicht nur eine esoterisch-spirituelle Geschichte wird, sondern über dieses Erleben, dass die Dinge nachvollziehbar werden. Und das ist das, was mir auch zurückgespiegelt wird in dem Buch, dass die Leute das Gefühl haben, sie sind mit dabei. Sie sind das eigentlich selbst. Und sie erleben, dass sie Dinge tun, die sie eben irgendwann schon immer gemacht haben. Und dass sie sehr viel mehr sind wie nur dieser Alltagsmensch, der die Pflichten erfüllt. Das bedeutet aber auch, dass wir Menschen alle viel mehr Wahrnehmungsfähigkeiten haben. Denn das ist etwas, was wir Menschen brauchen, um zu überleben. Und das ist auch Teil des Buches, weil diese Geschichte, die eben erstmal auch mit dieser Reise zu diesen Kraftplätzen beginnt, hat natürlich auch einen Höhe- und einen Tiefpunkt, nämlich einen Absturz mit diesem Schlitten. Der Unfall mit dem Schlitten. Genau. Der Unfall. Und was macht man, wenn man in einer elementaren, lebensbedrohlichen Situation ist und auf sich selber gestellt? Das ist aber das, was
ich mich immer wieder gefragt habe, woher hast du diesen Mut genommen und wie viel Verzweiflung war jeweils mit dabei? Also die Situation ist ja einfach so entstanden. Also es bedeutet, man muss, friss oder stirb. Ganz einfach. Und man überlebt in dieser Wildnislandschaft, wo nichts ist, wo wir minus 40 Grad haben. Das ist die Hochburg der Eisbären weltweit. Überlebt man nur, wenn man alle Potenziale, die man als Mensch zur Verfügung hat, nutzt. Und das ist was, was wir alle haben. Das heißt also, das, was ich dort für mich entwickeln und entfalten konnte, war, als Mensch in einem scheinbar lebensfeindlichen Umfeld eins zu werden, wahrzunehmen, wie muss ich mich verhalten, damit ich gute Entscheidungen treffe. Und das ist etwas, was wir Menschen können. Das ist unsere Intuition. Und über unsere Intuition können wir ganz andere Sinne entwickeln. Also diese spirituellen Sinne, das sind Sinne, die jeder von uns hat. Das sind einfach erweiterte Sinne, die uns überleben lassen, die uns aber auch, wenn wir sie nicht nur zum Überleben nutzen, ein viel mehr an Möglichkeiten geben in unserem Alltag. Das ist eine erweiterte Wahrnehmungsfähigkeit, die wir Menschen eben alle haben. Das ist nichts Besonderes. Vielleicht schilderst du mal diese Reise, natürlich, klar, das ist ein ganzes Buch, das können wir jetzt in dieser Sendung gar nicht schaffen, aber dennoch, du hast das schon mit dem Schlittenunfall jetzt vorweggenommen, aber wie ging es los? Also es geht eben so los, dass, also wir sind ja nach Grönland geflogen und sind dann dort eben auf Schlitten verteilt worden. Jeder hat sozusagen einen Schlitten gehabt mit einem Schlittenhundführer, sind diese traditionellen Holzschlitten der Inuit gewesen. Das sind große Holzschlitten und da sitzt vorne der Mascher auf einer Metallbox, in der der Reiseproviant ist. Und der Schlitten selbst, das sind sozusagen, sind die Zelte und da ist alles festgezurrt, was man braucht. Ich saß sozusagen auf dem Schlitten, der Mascha auch vorne, ich hinten. Hinten ein Sack mit Gewehr. Man hat alles dabei zum Überleben. Und so haben wir uns in dieser Gruppe auf den Weg gemacht, eben diese unterschiedlichen Orte zu bereisen. Und es ist Winter, es hat minus 40 Grad, es ist dunkel, hauptsächlich dunkel im Januar dort. Das heißt, man reist unter dem Licht der Sterne und des Mondes durch diese absolut weiße Wildnislandschaft. Wir sind von diesem letzten Ort im Nordosten Grönlands aufgebrochen Richtung Inlandeis. Da ist nichts mehr. Reine Natur, reine Wildnisnatur. Extreme Konditionen. Also man muss gucken, wie man atmet, dass nicht zu viel Atem in die Lunge kommt, weil es einfach zu kalt ist. Man kriegt Dinge gesagt. Und dann geht es los und dann sitzt man auf diesem Schlitten. Und wir sind jeden Tag viele, viele Stunden gefahren, in der Regel 8 Stunden. 8 Stunden, jeden Tag. 8 Stunden und man sitzt. Und das ist brutal, weil wir ja gewohnt sind im Außen, wir sehen Dinge, diese Dinge stabilisieren unsere Sozialisierung. Aber was da passiert, alle Vorstellungen, die wir von uns haben, die fallen ab. Das bricht einem weg, spätestens am 3. Tag. Und das führt einen in diese Essenz hinein. Ob das nun angenehm ist oder nicht, es ist eben am Anfang auch nicht sehr angenehm. Das muss man auch erstmal so aushalten. Die ganzen Ängste kommen, die Zweifel kommen, es kommt Wut. Es kommt all das eben hoch, was einen auch so ein bisschen, was wir auch sind. Aber es nutzt eben alles nichts. Und das Tolle ist, irgendwann entsteht Vertrauen, es entsteht Öffnung und es entsteht Klarheit. Und so haben wir diese unterschiedlichen Orte besucht. Der Schamane hat mich dort eben auch an der Hand genommen und hat mich eigentlich geschult. Also er hat gesehen, denke ich, dass ich eine Seherin bin. Das wusste ich nicht. Und er hat diese Kompetenz abgerufen, indem er an diesen Orten mich gefragt hat, und was siehst du? Was nimmst du wahr? Und so bin ich immer tiefer in dieses Wissen hinein, auch in dieses Vertrauen, weil ich gesehen habe, wenn ich ihm Sachen erzählt habe, hat er das wertgeschätzt. Also ich habe mich immer mehr getraut, ich habe immer mehr aufgemacht, es sind immer mehr Informationen gekommen. Und so habe ich mich selber kennengelernt in dieser Gabe und Kraft und habe immer tiefer gesehen, erweitert gesehen. Und so hätte es gut enden können. Und dann war kurz vor Schluss der Reise eben dieser Absturz. Das war ein Tag, wo ich mit meinem Schlittenhundführer, wo wir uns von der Gruppe sozusagen getrennt haben, weil er noch Proviant in einer Jägerhütte einlagern wollte. Und
wir dann eben über die Kuppe eines Fjords gefahren sind und der Schlitten ins Schlingern kam und sozusagen der Schlitten mit, er sagte noch Jump, und so habe ich mich von diesem Schlitten, ohne dass ich nachgedacht habe, mich runtergewälzt. Der Schlitten sauste schon an mir vorbei, schlitterte über den Kamm, und der Schlittenhundführer und die Schlittenhunde sind sozusagen hinabgefallen. Es war eine Abbruchkante und da irgendwo verschwunden. Und ich war da oben alleine. Krass. Und das war total krass. Und dann stand ich da und habe mir gedacht, ja, und jetzt? Was mache ich jetzt? Jetzt bleibe ich hier stehen. Was soll ich tun? Ich wusste erst überhaupt nicht, was ich tun kann. Und dann wusste ich aber, ich kann da oben nicht bleiben. Ich erfriere und das ist auch gar keine Lösung. Und dann fiel mir ein, der ist ja abgestürzt. Der ist vielleicht gestorben. Was ist mit dem los? Und dann war mir klar, die anderen wissen nicht, wo wir sind. Was mache ich, wenn ich hier alleine bleibe? Das sind alles so Gedanken. Und dann muss man eben wirklich bei sich bleiben, weil diese Gedanken, diese Ängste, wenn die Überhand nehmen, überlebt man nicht. Und für mich war klar, okay, ganz ruhig. Und ich habe auch über die Tage davor ein Vertrauen zu diesem Land aufgebaut und eine Verbindung, eine innere Beziehung. Und das habe ich irgendwie gespürt, dass dieses Land eine Kraft hat und eine Weisheit hat. Und dass wir Menschen, wenn wir eins werden mit der Natur und der Landschaft, dieses Wissen, diese Kraft auch wie Teil von uns werden kann. Das war mir nicht alles so bewusst, aber mir war klar, ich kann mit diesem Land nur, in diesem Land nur überleben, mit diesem Land. Und so habe ich einfach aufgemacht. Ich habe losgelassen, ich war im Gewahrsein, ich war ganz präsent in dem, was ich getan habe. Und dann habe ich mich an den Abstieg gemacht und bin sozusagen diesen Berg runter. Das hat einige Stunden gebraucht und bin irgendwann unten am Fjord angekommen. Da war es dann dunkel natürlich, weil es ist ja nur 2-3 Stunden hell. Und vom Ugi und den Hunden, dem Schlitten, keine Spur. Ich wusste ja auch nicht, wie sind die da runter. Es war alles auch nicht klar. Ich war ja auch irgendwie in Panik. Und dann ging es darum, wo gehe ich jetzt hin? Ich sehe die ja nicht. Gehe ich rechts, gehe ich links? Wie ist die Entscheidung? Und es gab auch keine Verbindung über irgendeine Funk- oder irgendeine Telekommunikationsmöglichkeit. Also nein, die Handys gehen dort gar nicht. Also man trägt die ja am Körper durch die Wärme, damit der Akku geht. Mhm. Du ziehst die raus, der Akku ist leer. Und also dafür braucht es eigentlich ein Spezialequipment. Und wir waren ja eigentlich gut aufgehoben. Und da hatte ich dann auch so eine Wut. Ja, ich habe mich da so drauf verlassen. Und auf einmal war ich dann da total alleine. Was war das für ein Gefühl in der Situation, komplett alleine? Ist das dann nur noch pure Verzweiflung? Kommen da dann diese von, wieso habe ich das gemacht? Wie? Das kommt alles. Verzweiflung, Angst, Panik, Selbstmitleid. Ja, das kommt irgendwie alles. Aber es hilft ja eben nichts. Also es bringt einen eben nicht weiter. Und das wird einem auch ganz klar. Wenn ich überleben will, dann muss ich jetzt einfach sozusagen die Kräfte bündeln. Und ich hatte in mir irgendwie schon dieses Bewusstsein, also zumindest dachte ich nicht, ich muss hier sterben. Also ich wollte daran gar nicht denken. Ja, dann kamen so Gedanken, meine Kinder, mein Mann, da ist ja das Drama sofort da. Oh Gott, verschwunden im Eis. Eismumie nie wieder gefunden. Da kommen ja so Gedanken, die man so hat. Ich habe das alles weggedrängt. Ich habe gesagt, es bringt mich jetzt gar nicht weiter. Jetzt bleibe ich einfach dran. Jetzt geht es ums Überleben. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, diese Kraft ist, die muss Teil von uns sein. Hast du das Gefühl gehabt, dass das jetzt speziell für dich deine Kraft war, weil du, ich sag mal, eine bestimmte Kindheit hattest? Nein. Also, oder ist das die Kraft, so wie du es gerade sagst, die wirklich jeder in so einem Augenblick hat, dass plötzlich jemand ein Auto anheben kann, einfach aus dieser Verzweiflung heraus, dass uns da übermenschliche Kräfte gegeben werden, um damit umzugehen? Das haben wir. Das sind unsere Kräfte, unsere Fähigkeiten. Wir könnten so eigentlich jeden Tag leben. Das müssen wir Gott sei Dank auch nicht. Aber das ist alles da. Das sind Ressourcen. Und die können wir einfach für uns nutzbar machen. Und die wurden für mich nutzbar. Und so habe ich dann auch die richtige Entscheidung getroffen und habe letztendlich dann den UG auch gefunden. Also ich bin dann diesen Fjord lang und habe ihn dann Gott sei Dank eben auch gefunden. Krass. Ja. Und das war, aber ihm ging es nicht gut? Nein. Und? Er war durch diesen Absturz, ging es ihm sehr schlecht. Ich habe das auch gemerkt. Es ist auch ein Hund sozusagen draufgegangen. Es war für mich sowieso ein Wunder, wie irgendwie das die Hunde und er so überlebt haben.
Und ich habe aber gemerkt, dass es ihm schlecht geht. Und so haben wir dann halt dort dieses Zelt aufgebaut. Wir sind ja so gereist, dass wir in Zelten dort geschlafen haben oder in Jägerhütten eben. Und so haben wir einfach dann diese Zelte aufgebaut. Und ich habe aber ein sehr unruhiges Gefühl gehabt. Und es ist auch so, die Inuits sind für uns nicht so lesbar. Und es ist auch eine patriarchalische Gesellschaft, wo die Männer auch nicht zeigen, wenn es ihnen schlecht geht. Ihr Selbstverständnis ist eben, der Starke zu sein. Und er hat sowieso diese Aufgabe übernommen, mich sozusagen durch diese Wildnislandschaft auch zu bringen. Also er hat überhaupt, es war gar nicht klar, wie schlecht es ihm geht. Und dann habe ich aber nach ihm geschaut und dann habe ich gemerkt, dass er sich verabschiedet. Also dass er eigentlich, also wie soll man sagen, bewusstlos ist. Mhm. Und diese Bewusstlosigkeit, die hat mich sehr stark, also ich wusste, jetzt geht's um die Wurst. Man muss irgendetwas tun, weil diese Bewusstlosigkeit kann der Beginn sein für einen Tod, dass er einfach auch nie wieder zurückkommt. Ja, weil ich habe einfach gemerkt, da geht's jetzt eben um alles. Und das war dann ein neuer Moment der Verzweiflung. Was tut man um Gottes Willen? Auch natürlich für ihn, aber auch für mich. Wie soll ich da weitergehen? Weil er sagte noch zu mir, also Annabelle, wir müssen hier runter. Die Hütte, zu der wir müssen, die liegt an diesem Fjord da oben. Das heißt, du musst, wenn ich nicht kann, diesen Schlitten fahren. Und das war für mich auch alarmierend. Wie soll ich einen Schlitten mit 11 Hunden fahren? Das ist etwas, das ist hochkompliziert. Die werden über Jahre ausgebildet in dieser Kompetenz und die Hunde hören auf diesen Mascher. Das sind sehr wilde Tiere. Das sind nicht irgendwelche Hunde, wie wir sie haben. Ja? Und da geht es um klare Hierarchien. Es geht um einen ganz klaren, starken Geist, der diesen Hunden diesen Weg vorgibt. Und also für mich war klar, ich muss ihn eigentlich irgendwie retten oder etwas muss passieren. Er muss diesen Schlitten fahren. Ich kann das nicht. Und damit habe ich dann eben bin in eine erweiterte spirituelle Kompetenz gekommen. Ich sage das jetzt mal so, für mich war klar, ich muss die Seele, Ogis Seele ist wie weg. Ich muss eigentlich diese Seele zurückbringen, in diesen Körper hinein. Also das ist ja auch etwas, was passiert, wenn Menschen im Koma liegen, dann geht sozusagen die Seele weg und findet diesen Weg in den Körper nicht mehr. Und für mich, diese Information kam, diese Seele muss irgendwie her, ich muss diese Seele finden und ich muss sie zurückbringen. Keine Ahnung, wie das kam. Und ich habe das dann einfach gemacht. Wie ich das gemacht habe, weiß ich nicht. Also ich beschreibe es natürlich in dem Buch, aber es geht jetzt zu sehr ins Detail. Ich glaube, wir haben alle Fähigkeiten, die uns über uns selber hinauswachsen lassen, ein übergeordnetes Wissen und das können wir Menschen alle in diesen Situationen für uns nutzen. Und das habe ich gemacht. Und so habe ich dann diese Seele wie zurückgebracht und es hat eben Gott sei Dank auch funktioniert. Und so sind wir dann am nächsten Tag mit diesem Schlitten eben zu diesem Ort gekommen, wo auch alle anderen wieder waren. Und da war sozusagen für mich dann, ich glaube, ich war noch nie so glücklich, Menschen zu sehen und an einen Ort zu kommen, wo man endlich wieder loslassen kann. Während dieses Dramas, war dir das auch irgendwie schon klar, dass das wohl dazugehören würde zu Nein. auch dieser Entscheidung, die du da getroffen hast? Also konntest du da schon einen höheren Sinn überhaupt nicht. Und ich habe auch gar keine Entscheidung getroffen. Also es ist schon ganz klar für mich, es war gar nicht in meiner Vorstellung, Schamanin zu werden. Also das war etwas, was mir auch nicht wichtig gewesen wäre. Das war nicht Teil meiner Vorstellung. Und was da wirklich passiert ist, ist schon auch ein Prozess gewesen, der erst hinterher mir in dieser ganzen Fülle so deutlich geworden ist. Aber ich habe die Dinge einfach gemacht. Und das hat dazu geführt, dass ich in dieser Nacht letztendlich zur Schamanin initiiert wurde. Was bedeutet das genau? Da gibt es zwei Ebenen. Ich kann jetzt nur für mich sprechen. Mhm. Also die offizielle Lesart, wie man zur Schamanin wird, ist, dass ein Schamane, ein initiierter Schamanin, einen initiieren muss. Das ist sozusagen diese offizielle Art unter den Indigenen. Das ist eine Struktur. Das heißt,
theoretisch kann man nicht einfach behaupten, man ist Schamanin, wenn man diese offizielle Anerkennung, also Initiation durch einen Schamanen nicht erhalten hat. Mhm. Die habe ich erhalten, aber das war eigentlich nicht das, was für mich wichtig war. Das, was für mich wichtig war, ist das, was davor passiert ist. Das heißt, ich bin dann in dieser Nacht an dieser Hütte, wo wir alle wieder zusammen waren, rausgegangen. Und für mich haben sich wir haben die Nordlichter dort gesehen. Und über diese Erfahrung haben sich für mich alle Dimensionen irgendwie geöffnet. Und diese spirituelle Welt ist so wie an mich herangetreten und hat mir gezeigt, wer ich bin. Und es war für mich klar, ich muss das leben. Das ist dieser Weg des Herzens. Das ist meine Sehnsucht. Das ist dieses Licht, was ich bin, zu sein. Das, was ich da in diesem Nahtoderlebnis hatte. Wie zu integrieren und dieses zu sein. Und das heißt, ich habe eigentlich das so empfunden, dass ich initiiert erstmal wurde, also von der geistigen Welt, die mir ganz klar für mich selber diesen Auftrag gegeben hat. Und das wäre für mich genug gewesen. Das heißt nicht, dass ich darüber glücklich war, aber es war klar, anders kann ich selber auch gar nicht glücklich werden, selbst wenn ich vielleicht nicht genau gewusst habe, was das bedeutet. Und dann kam der Schamane, der kam dann noch wieder nach und fragte dann, weil er gemerkt hat, meine Energie hat sich komplett verändert, und meinte dann, wie ist es, was ist passiert, was ist los? Und dann habe ich gesagt, ja, die Ahnen haben mich initiiert. Und dann hat er sozusagen das nochmal offiziell gemacht und mich willkommen geheißen im Land, im schamanischen Land. Und ich glaube, das hätte er nicht unbedingt gemacht. Er hat mich nicht mitgenommen deswegen. Ich glaube, er hat mich mitgenommen, weil er gerne von mir dieses Wissen wollte für diese Kraftplätze. Ich bin eben eine Seherin und ein Schamane ist nicht unbedingt ein Seher. Ah. Und das bedeutet, dass er auch über mein Sehen, auch in die Vergangenheit hinein, aber auch in die Zukunft, die Bedeutung der Kraftplätze, ein Mehr an Wissen erhalten hat. Dass er mich initiiert hat, er hat sowas, wie ich gehört habe, nie davor und nie wieder danach gemacht, ist, glaube ich, durch diese eindeutige Weisung der spirituellen Welt entstanden. Das hat die spirituelle Welt gemacht und er hat es einfach vervollständigt, weil es mit dazugehört. Hat er denn verstanden, dass du ihm das Leben gerettet hast? Dem Schamanen habe ich nicht das Leben gerettet. Dem Schlittenhundführer habe ich das Leben gerettet. Und der hat das. Ich dachte, der wäre auch Schamane. Okay, also. Nein, der Vater war Schamane. Okay. Und er hatte schamanisches Wissen, aber er ist kein Schamane. Aber er war für mich in der Tat ein ganz wichtiger Ansprechpartner auf dieser Reise, um immer wieder Dinge, die ich erfahren und erlebt habe, zu klären. Und damit hat er für mich diesen Kontext des schamanischen Wissens aufgemacht. Also der Schamane hat eigentlich eine viel geringere Bedeutung in dieser Erfahrung des Schamanischen in mir selbst, wie dieser Schlittenhundführer. Mhm. Aber der Schamane ist eben derjenige, der mich am Ende initiiert hat und das quasi wie offiziell gemacht hat. Und das bedeutet eben auch, ich wollte das ja auch gar nicht, habe auch dann zu ihm, ich bin am nächsten Tag hin und habe gesagt, ich will das gar nicht, was soll das, was heißt das? Und dann hat er ganz klar gesagt, das verändert das Leben komplett und man hat gar keine Wahl. Und das ist eben jetzt einfach so, wie es ist. Und das gilt es eben anzunehmen. Ja, es war nicht sehr hilfreich. Aber naja, es war eben so ungeschminkt und das ist manchmal auch ganz gut, die Dinge so ganz klar zu hören. Du hast gesagt, ein Schamane ist nicht gleichzeitig ein Seher. Vielleicht nochmal jetzt zum Verständnis grundsätzlich. Was ist denn der Schamane? Und wofür steht er? Und was bewegt er in der Welt? Also ich glaube, also wir haben ja Schamanismus weltweit überall. Indigene Kulturen, ob jetzt in der Arktis, in Südamerika, Nordamerika. Also das ist eine Form, vielleicht ist es wichtig nochmal zu sagen, wie ein Grund, ein Urverständnis des Menschen selbst
eben in der Anbindung mit der Natur eins zu sein und sich auch als Empfänger für dieses Wissen der Natur und die Muster der Schöpfung, das heißt die Medizin der Natur, die Kräfte der Natur zu empfinden. Das heißt, die schamanischen Traditionen weltweit arbeiten mit Heilung und sie arbeiten über die Heilung der Menschen im Seelenbereich, aber auch im Körper mit den lebendigen Kräften und der lebendigen Medizin der Erde. Das bedeutet aber auch, die spirituelle schamanische Tradition ist sehr stark verbunden mit der Erde. Und die Schamanen sind trotzdem unterschiedlich. Sie haben unterschiedliche spirituelle Gaben. Es gibt Seher, es gibt Schamanen, die Dinge aus dem Fühlen und der Intuition heraus machen. Es gibt Orakel, die eine Zukunftsfähigkeit haben. Es gibt Schamanen, die Heiler sind. Es gibt Schamanen, die stärker mit Ritualen arbeiten. Andere arbeiten konkret für die Heilung von Menschen. Also das hängt am jeweiligen Schamanen, aber auch ein bisschen an der schamanischen Kultur und Tradition. Ich selber verstehe schamanisch als eine Grundkompetenz des Menschen, nämlich in Verbindung zu gehen und die lebendigen Kräfte der Natur und der Erde zu spüren, aber auch mit diesen Heilkräften verbunden zu sein, sich aufzumachen. Für mich ist Schamanismus, also das, was die Essenz sozusagen von Schamanismus ist, und das ist das, was ich auch bin, ich bin keine indigene Schamanin, bedeutet, in Kommunikation zu sein, verbunden zu sein, über ein Netzwerk an Wissen, Heilungskräften und Informationen zu verfügen. Das ist eine Grundkompetenz, die Kompetenz, die wir Menschen alle haben. Das haben wir verloren, vor allen Dingen in der westlichen Gesellschaft. Das schoss mir so gerade als Gedanke durch den Kopf, also aufzuzeigen, welche Rolle der Mensch eigentlich hat. Ja. Also aber nicht diese ganzen materiellen Dinge, sondern das Ursprüngliche, also das, worum es wirklich geht. Ja, man könnte sagen, aus schamanischer Sicht ist die Bedeutung des Menschen ein Hüter und Heiler zu sein, für diese Erde, das heißt für den Ausgleich und die Harmonie zu arbeiten. Und wir haben Heiler, die für alle, für unterschiedliche Dinge sich engagieren oder arbeiten. Aber eigentlich kann man sagen, in einem erweiterten Gedanken, der Mensch hat die Aufgabe bekommen, diese Erde zum Paradies zu machen. Wir Menschen sind sozusagen die Wesen des Bewusstseins, die einzigen Wesen dieser Erde, die ein Bewusstsein für die Schöpfung haben, für die göttliche Kraft, für Spiritualität, für ein reines Bewusstsein, was hinter den Dingen existiert. Und dieses Bewusstsein auf die Erde zu bringen, bedeutet für diesen Ausgleich, für die Harmonie der Erde, für die Heilung der Erde eigentlich da zu sein und die Erde zu einem Paradies zu machen. Wenn man das mal so blumig ausdrücken will. Ja, davon sind wir ja relativ weit entfernt. Ja. Wie konnte das dann passieren? Na, ich denke, wir haben natürlich diese Anbindung, diese persönliche, direkte, individuelle Anbindung an die geistige Kraft der Natur verloren. Und das ist schon etwas, wo die Menschen auch Sehnsucht haben. Das spüren sie. Das ist eigentlich wichtig für sie. Also es geht darum, diese Fäden, diese Verbindung auch wieder aufzunehmen. Erstmal für uns selbst, um zu spüren, da ist Kraft, da ist eine Erweiterung auch für uns als Individuum mit dabei. Und in einem erweiterten Sinne bedeutet das aber auch, uns als spirituelles Wesen immer, also eigentlich wieder zu entdecken. Ich glaube, dass wir das verloren haben, weil wir über Religion eine gemütliche Form der Spiritualität erlebt haben, eine strukturelle Form, die uns parkt, die uns das eben irgendwie aufbereitet, ermöglicht. Das heißt, wir gehen nicht mehr selber in die Verbindungen. Das wird auch eigentlich von den Religionen nicht gewollt. Das wäre ja auch eine spirituelle Selbstermächtigung. Das ist eigentlich nicht vorgesehen. Wir haben immer wieder Leute, also auch zum Beispiel im Christentum, wie der Hildegard von Bingen, die eben über diese Anbindung zu den Kräften der Natur und der Schöpfung es geschafft hat, diese Dimensionen auch zu verbinden. Aber eigentlich mögen die Religionen diese Selbstermächtigung von uns Menschen nicht so gerne. Das hat dazu geführt, auch
aber also sozusagen über die Religion, aber natürlich auch über unser naturwissenschaftliches, aufgeklärtes Weltbild, dass wir dieses Geistige, was nicht so rechnerisch erscheint und nachvollziehbar, dass wir das Vertrauen verloren haben. Und wir haben damit auch einen Verlust der eigenen Spiritualität erfahren, auch einen Verlust unserer Bedeutung als Mensch, aber auch unserer Aufgabe für die Erde. Und gerade auch zu sagen, was wir ja auch sozusagen über die Bibel auch immer erfahren haben, der Mensch ist ein Herr über die Erde, ist natürlich eine Form, dass wir wie drüber gestellt sind, dass wir jemand sind, der sich bedienen darf, dass diese Welt nur für uns da ist, für unsere Bedürfnisse. Und das ist, glaube ich, etwas, was, wo wir sehen, wir sind jetzt am Ende eines alten Ursache- und Wirkungsprinzips, was über Hunderte und Tausende von Jahren wirksam geworden ist, was uns in einen Materialismus geführt hat, der die Erde kaputt macht, aber auch uns Menschen selbst, weil wir auch eigentlich nur noch als Alltagsmensch funktionieren, wie ein Rädchen im Getriebe. Wir wissen gar nicht mehr, dass jeder Mensch eben bedeutsam ist. Jeder von uns ist, hat ein besonderes Licht, eine besondere Kraft. Jeder Mensch ist einzigartig. Und ich glaube, dass die Menschen eine Sehnsucht danach haben. Je mehr sie funktionieren müssen, je mehr sie abgeschnitten sind, umso mehr spüren sie, das kann eigentlich nicht stimmen. Und wenn sie es nicht spüren, dann erleben sie es, weil es ist eben etwas, was uns auch, ich sag mal, krank macht, seelisch, aber auch zunehmend von unserer Bioenergie, das heißt also Atmung, Herz-Kreislauf, Immunsystem, Stoffwechsel, das leidet und das hat körperliche Auswirkungen. Wir haben, wenn wir auch uns angucken, die World Health Organization mit den Hochrechnungen, die Gesundheit des Menschen nimmt massiv ab weltweit und seelische Krankheiten sind auf dem Vormarsch, Autoimmunkrankheiten auch. Das zeigt uns, wir leben in einer Form, dass wir an uns vorbeileben. Mhm. Wir brauchen diese Anbindung an die eigene Kraft, an dieses eigene Licht, an diese eigenen Möglichkeiten für uns, um uns kraftvoll zu fühlen, um heil zu bleiben, also gesund zu bleiben, immer wieder sozusagen die Harmonie auch auf der Körperebene ausbalancieren zu können. Und dafür brauchen wir ein erweitertes Verständnis von uns als Menschen, dass wir nicht nur Körper sind oder Seele, also nicht nur auch dieses seelische Gefühl, diese Gefühlsebenen, dieses Vergangene, das, was wir ja in der Psychotherapie oder in der Therapie haben. Es ist sehr wertvoll, dass die Seele entdeckt wurde von Sigmund Freud. Das war ein wichtiger Schritt. Aber da dürfen wir nicht stehen bleiben. Wir sind eben nicht nur Körper und Seele. Es geht nicht nur um unsere Emotionen, sondern es geht um eine andere Dimension. Und diese Dimension, wenn wir uns in dieser Dimension selbst begegnen, können wir immer wieder über unsere Grenzen hinauswachsen. Wir können uns entwickeln im Vertrauen. Und wir können diese Potenziale, die wir in uns spüren, also diese PS, können wir auch auf die Straße bringen. Und das ist, glaube ich, die große Chance auch an diesem Spirituellen, dass wir es nicht esoterisch oder religiös greifen müssen, sondern als ein Potenzial in uns erkennen. Ein ursprüngliches Potenzial, ein ursprüngliches das in jedem Potenzial, steckt. Was in jedem von uns steckt. Und was uns ein Grundvertrauen gibt, weiterzudenken und auch aus dieser Dualität von Täter und Opfer, von Gut und Schlecht herauszuwachsen und immer wieder auch einen größeren Kontext wahrzunehmen. Dualität ist aber ein gutes Stichwort, weil eine Frage, die wir uns hier auch ganz oft stellen, ist diese Frage Lernen durch Schmerz. Also ist sozusagen aus der übergeordneten Perspektive all das auch notwendig, damit wir immer wieder zu dem USP, sage ich mal, zurückfinden, um den es wirklich geht. Also ich habe diesen Begriff auf deiner Seite auch gefunden, fand ich gut, USP des Menschen. Ja. Oder wäre es eigentlich so, dass wir, ich sag mal, all diesen Lernschmerz, den wir uns oftmals reinholen, um eben Sachen zu begreifen, eigentlich gar nicht bräuchten und in dieser Glückseligkeit leben könnten, in der ewigen Glückseligkeit?
Also theoretisch, ja, ich würde sehr gerne sagen, ja, ja, ja. Ja, und so auch, ist es auch. Aber es ist eben natürlich schon so. Wir sind natürlich auch Alltagsmenschen. Und das bedeutet, was heißt es für uns im Hier und Jetzt? Ich glaube eben nicht, dass wir über den Schmerz lernen müssen. Definitiv nein. Und ich habe eben das, was ich sozusagen auch erfahren habe über diese Reise nach Grönland und dann nochmal auf andere Füße gestellt habe und entwickelt habe, auch in eine Form gebracht, dass wir Menschen uns einfach schulen können. Ohne den Schmerz, ohne diese Erfahrung, die ich jetzt zum Beispiel machen musste. Also wir brauchen kein Nahtoderlebnis. Wir können gemütlich dasitzen und ich sag mal, diese Dinge für uns öffnen und erforschen. Die Realität sagt allerdings schon, dass das dem einen oder anderen mal besser, mal schlechter gelingt. Aber ich habe eben dafür auch Seminarformate entwickelt, dass wir nicht erst über das Leid in den Weg des Herzens gehen, dieses eigene Licht erfahren und einfach uns gut mit uns verbinden können in unserer Kraft und in unserem Potenzial, sondern dass wir das einfach erkennen lernen. Das sind Bewusstseinsschulungen. Wir können unser Bewusstsein einfach darauf ausrichten. Und das haben wir Menschen alle. Und ich habe eben über diese vielen langen Jahre eben die Erfahrung gemacht, die Menschen machen es ganz hervorragend. Also wir brauchen dieses Leid eben definitiv nicht. Aber manchmal ist es so, dass erst das Leid uns sagt, okay, ich bin jetzt an einem Punkt, da kann ich nicht einfach weitergehen. Mhm. Weil wir es vorher eben manchmal nicht spüren. Das heißt, es gibt zwei Möglichkeiten, warten oder so weitermachen wie bisher und damit ins Unglück rennen und dann Leid anzuziehen, das irgendwie dich an den Punkt bringt, wo du sagst, es geht nicht mehr weiter. Oder aber mit schamanischem Wissen zum Beispiel, sich darüber bewusst zu werden und mutige Entscheidungen zu treffen, die oftmals eben erst dann getroffen werden, ja, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Ja, also ich glaube, dass wir diese Kraft eigentlich auch eben in uns selbst tragen und wir können sie entfalten, in diesem uns wahrzunehmen. Unser Bewusstsein hat eigentlich diese Kraft. Aber wie kommen wir in diese Kraft? Wie empowern wir diese Kraft? Und dafür gilt es manchmal eben schon Mittel und Wege zu finden. Also es gibt immer wieder Menschen, die trotzdem eine gute Anbindung und ein Urvertrauen in dieses eigene Licht haben. Das haben sie auch nicht verloren. Das heißt, intuitiv stellen sie immer wieder in ihrem Leben diese Balance her. Das heißt, sie haben eben kein leidvolles Leben, weil sie eben immer wieder spüren, bevor die Dinge auflaufen, verändern sie das. Aber es gibt eben auch die andere Situation und ich glaube, wir können für uns selber entscheiden, wollen wir uns jemanden holen, der uns unterstützt, wollen wir selber gucken oder sind wir eigentlich ganz gut connected, gleichen wir eh schon gut aus. Aber dann können wir uns auch die Frage stellen, wollen wir vielleicht noch einen weiteren Schritt gehen, um noch mehr Möglichkeiten zu erfahren, wie wir haben. Und was mir daran wichtig ist, es geht hier nicht um Selbstoptimierung. Weil das ist ja etwas, wo wir oft immer weiter und weiter gehen wollen. Sondern ich glaube, es bedeutet, bei uns anzukommen. Und das bedeutet, dass wir ein glücklicheres Leben führen können und zufriedener sind. Und dieser Punkt der Zufriedenheit, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Weil wenn wir eben sehen, wie viel Unfrieden in der Welt ist, wie viel Kriege es gibt, wie viel Unfrieden da ist, dann wissen wir, Frieden ist ein wichtiges Gut. Und der Frieden beginnt in uns selbst. Wie finden wir also Frieden? Wie laufen wir nicht immer weiter und weiter? Wollen mehr und mehr? Wollen immer mehr Bestätigung? Wir leben nach einem Wachstumsprinzip, was uns nicht mehr nährt. Und das bedeutet, wir müssen unseren Blick verändern. Es geht also um diesen geistigen Klimawandel. Zu sehen, es geht auch um diesen eigenen inneren Frieden, auch bei sich anzukommen, um eine Zufriedenheit, dort Platz zu nehmen, wo wir sein können, wie wir sind und uns auch annehmen können. Und dadurch entfalten wir unsere Kraft und unser Potenzial. Das ist eben, finde ich, das Besondere und das Schöne. Woher weiß ich denn aber, was richtig für mich ist? Und mir ist die Antwort mit der, also die
höre ich ja auch ganz oft und ich gebe sie manchmal auch selbst, dieses, ja, auf die Intuition hören. Aber auch da wieder diese Frage, woher, weil das bedeutet ja nicht, dass es keine Widerstände gibt, sondern im Gegenteil, die Widerstände sind sogar teilweise am Anfang manchmal größer und es gibt Gegenwind. Und klar, man kann sich dann immer mit solchen weisen Sätzen helfen, wie ein Flugzeug braucht auch Gegenwind, damit es abheben kann. Ja, und das hilft dann auch für einen kurzen Moment. Aber dennoch immer wieder so diese Frage, woher weiß ich wirklich, ob ich auf dem richtigen Weg bin? Ich glaube, wenn es leicht ist, wenn nicht so viel Gegenwind da ist, wenn wir nicht so stark gegen Widerstände kämpfen. Das bedeutet, das ist so ein Weg, der uns auch leicht erscheint. Wie finden wir Möglichkeiten für uns selbst? Also es muss nicht immer schwer sein. Wir müssen gar nicht immer kämpfen. Wie finden wir elegant einen Weg in die Zukunft hinein? Integrativ. Und das bedeutet eben zu spüren, wo ist wenig Widerstand, aber auch in Verbindung gehen. Mit uns selbst, mit den Lieben, mit unserem Alltag und auch schon bewusst auch auszusuchen, aber vor allen Dingen immer wieder zu spüren, was fühlt sich für mich gut an. Aber wenn du jetzt sagst, es gibt nicht so viel, also da habe ich eine andere Wahrnehmung und möchte aber auch für mich und auch für alle Zuschauer daraus irgendwie lernen können, ich schon das Gefühl habe, dass gerade in der jetzigen Zeit und insbesondere auch seit 2020, oftmals am Anfang ein großer Widerstand da ist, bevor ich ein Projekt umgesetzt bekomme. Und trotzdem es noch eine andere Ebene gibt, auf der das Projekt aber, ich sag mal jetzt so, durch eine gewisse Kraft auch begleitet wird. Ja. Und dennoch ist da Widerstand und dennoch ist da oftmals diese Frage, tue ich das Richtige? Ist das wirklich gut, was ich da mache? Ja. Also Widerstände zeigen uns eben, wenn die Dinge nicht so weitergehen. Das ist, glaube ich, wichtig, dass wir das erkennen. Widerstand bedeutet, dass wir auch wie gegen eine Wand laufen. Und dann können wir uns fragen, ist das wirklich der richtige Weg? Und es ist eben so, wir sind in einer Welt der Transformation. Die Dinge verändern sich. Die Dinge sind manchmal nicht einfach. Also umso wichtiger ist es, mit dem Fluss, mit den Möglichkeiten zu gehen. Und dann öffnen sich Türen. Also nicht immer einen Weg weiterzugehen, von dem wir denken, das ist der richtige Weg. Und immer weiter in den Widerstand zu laufen. Weil Widerstände zeigen uns eigentlich, es ist nicht der richtige Weg. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wir, wenn wir stärker im Vertrauen sind, und das ist natürlich schon auch ein Prozess, auch natürlich über diese geistige Kraft, aber wenn wir immer wieder ins Vertrauen zurückkehren, öffnen sich neue Türen und es öffnen sich Wege und es öffnen sich genau die Wege, die wir letztendlich brauchen, um weitergehen zu können. Weil vielleicht dieser Weg, den wir uns vorstellen, der führt uns in eine Sackgasse. Das ist vielleicht nicht der Weg. Eigentlich sind wir sehr gut begleitet als Menschen für diesen Weg, den Weg zu gehen, der uns dorthin bringt, wo wir letztendlich für uns auch ankommen können. Vielleicht müssen wir das Wort Widerstand auch nochmal genauer definieren, weil deine Reise, von der du berichtet hast, die war ja nicht im Flow, wenn man das jetzt aus, sage ich mal, also meiner Sicht betrachten würde, sondern da gab es ja für mich so viele Punkte, wo ich in die Verzweiflung, und du hast es ja auch berichtet, wie viel Verzweiflung dabei war, aber das meine ich genau damit. Und trotzdem ist ja daraus das erwachsen, wo du heute sagst, damit kann ich der Welt etwas mitgeben, was du bist. Also waren ja doch Widerstände da, oder definiere ich sie einfach nur falsch? Nein, es ist schon richtig, aber ich glaube, das ist genau so, wie ich, also wir brauchen das bloß so bisschen zusammenzupacken. Also daran sieht man eben sehr gut, wie die Dinge funktionieren. Das bedeutet, da ist erstmal dieser Widerstand, ich kann auf diese Reise nicht mitgehen. Ja, ich spüre das irgendwie. Und dann kommt aber dieser nächste Schritt über diese Grenze hinaus und ich mache das einfach. Ich gehe also mit. Dann bin ich erstmal wieder im Fluss. Dann nehmen die Dinge mich mit. Dann ist es dort wieder schwierig. So ist eben Leben. Ja, die Dinge sind schwierig. Wir müssen auch irgendwie so ein bisschen gucken. Ja, aber dann kommen wir in den Flow wieder hinein, weil wir eine Flexibilität haben, weil wir beweglich bleiben.
Und weil wir nicht mit dem Kopf durch die Wand gehen, ja? Also wir machen uns dann passend, wir machen uns beweglich. Dann fließt es wieder wunderbar. Und so ist es auch, dann saß ich irgendwann auf dem Schlitten. Großartig, ja? Ich konnte gar nicht mehr verstehen, warum ich so in der Angst war. Also da auch mal zu sehen, wie sind unsere emotionalen und gedanklichen Konditionierungen? Die halten uns ganz schön in Schach. Und dann, also ich glaube, Leben ist genau so. Es kommen dann die Widerstände, wenn die Sachen nicht im Flow sind. Und das lässt uns neu hingucken, das lässt uns neue Lösungen finden und über die Grenzen und Begrenzungen hinaus wachsen. Und das ist eben auch dieser Prozess, einfach weiterzugehen. Ich glaube, dass es wichtig ist. Und ich glaube, wir sind auch heute in einer Zeit, wo wir diese Widerstände spüren, weil es eine Erneuerung braucht, weil unsere Welt sich verändern muss, weil wir uns verändern müssen. Der Mensch verändert sich nicht, wenn alles wunderbar und gemütlich ist. Ja, wir sind Gewohnheitstiere. Wir haben es gerne schön und gut. Und wir verändern uns erst dann, wenn wir sehen, es funktioniert eigentlich nicht mehr. Und dann ist eben ein Punkt, wo es erstmal super unbequem ist, wo wir auch Widerstände spüren, aber wir gehen trotzdem weiter. Und das ist ein Weg der Entwicklung. Und in dem sind wir ja sowieso im Moment, auch für die Erde. Aber das ist auch ein Weg der Kraft. Und wenn wir aus dem Drama rausgehen, dann spüren wir, das ist eigentlich ein Weg, der vielleicht nicht so ist, aber der meandert. Das ist ein lebendiger Weg, das ist ein Lebensweg. Und in diesem Lebensweg sind wir immer wieder aufgerufen, lebendig zu bleiben, wahrzunehmen, nicht auf Autopilot zu schalten. Und wir leben heute in einer Zeit, wo wir uns den Autopilot auch eigentlich nicht mehr leisten sollten. Das heißt also, es ist ein Gefühl da, ich entscheide mich für etwas, dann kommt ein Widerstand, dann fühlt es sich aber dennoch richtig an, ich entscheide mich dafür, diesen Weg zu gehen. Und wenn es an der Stelle wieder in den Flow kommt, kann ich sagen, ich bin richtig. Wenn da aber der nächste Widerstand wartet und dann der übernächste und ich, das meinst du mit diesem, mit dem Kopf durch die Wand? Ich würde schon im Widerstand richtig gucken. Also es ist nicht so, dass wir immer durch jeden Widerstand gehen, sondern dass, wenn wir den Widerstand spüren, dass wir dann aufgerufen sind, uns anzugucken, warum entsteht dieser Widerstand? Dieser Widerstand entsteht auch durch uns, also wenn wir jetzt einen persönlichen Lebensweg angucken, durch unser Denken und Fühlen. Das heißt, wir sind da irgendwo begrenzt. Und darum geht es, da bewusst zu werden, damit wir da loslassen können, damit wir eine Lösung finden. Ja? Und so ist es eben auch in der Welt. Also wenn die Dinge im Außen schwierig werden, geht es auch darum, gute Lösungen zu finden, gut hinzugucken, um eben einen neuen guten Schritt für uns möglich zu machen. Auf allen Ebenen. Für die Zukunft, aber auch eben für unser eigenes Leben. Du hast dir Notizen gemacht, Spock? Hatte das mit der Sendung zu tun oder hast du ein Kreuzworträtsel gelöst? Genau. Nein, ich hab mir eine Menge Notizen gemacht, weil ich eben so ein bisschen mir gewünscht hatte an einer Stelle, dass man da vielleicht noch ein bisschen reingeht. Ich frage also einfach mal nach. Du hattest sehr vorsichtig ausgedrückt, dass zum Beispiel die Religion ja eher so die Tendenz hat, die Selbstermächtigung nicht so gerne zu sehen. Und ich bin auch nicht sicher, ich verstehe dich so ein bisschen als Botschafterin der Anbindung. Könnte man das so sagen? Ja. So, und das ist aber letztlich ja auch eigentlich in einer Richtung, die wir jetzt als gut und wichtig ansehen. Mhm. Ich würde gerne mal nachfragen, wie du das siehst, ob es Kräfte gibt, also ob wir es mit Kräften zu tun haben, die dann eben auch auf der anderen Seite gegen diese Anbindung arbeiten. Mhm. Also, denn ich habe auch schon von Schamanen gehört, die eben tatsächlich auch nicht Gutes im Schilde führen und man sich ja auch gegen diese Kräfte zum Beispiel durch Räucherungen und so eben abschirmen kann. Und irgendwie dieses Eingehen auf diese Kräfte, also da würde ich unglaublich gerne ein bisschen mehr drüber erfahren. Das ist für mich auch ein ganz wichtiges Thema. Ich glaube, dass im traditionellen Schamanismus sehr stark gearbeitet wird mit Licht- und Dunkelkräften. Das haben wir aber natürlich in den Religionen auch. Ja, es gibt sozusagen das, was nicht gut ist, wo wir Angst vorhaben, und das, was lichtvoll ist. Diese Form der Unterscheidung entspringt einer Sicht der Dualität.
Und ich glaube, dass diese duale Weltsicht etwas ist, was sehr schwierig und kompliziert ist, weil es die Dinge voneinander trennt, weil es ein Gut, ein Schlecht gibt, weil es Täter und Opfer gibt. Es ist schon auch so. Es gibt natürlich auch Gut und Schlecht und Täter und Opfer. Aber ich glaube, dass wir, wenn wir in eine Dimension hineingehen, wo wir ein gesamtes Ganzes sehen, haben wir sehr viel mehr Möglichkeiten zu handeln. In Bezug auf Schamanismus ist das so, dass in den indigenen Traditionen sich sehr stark eben diese Arbeit mit guten Spirits, schlechten Spirits, mit Besetzungen und diesem Ganzen, das ist eine lange, lange Tradition. Ich habe sehr viele Leute, die zu mir kommen, die traumatisiert sind, weil sie zu Schamanen gegangen sind oder solche Erfahrungen gemacht haben. Ich habe eine andere Sicht auf die Welt. Ich glaube, dass sozusagen, wenn wir sehen, alles kommt in einer übertragenen Sicht aus der Quelle selbst. Und die Quelle ist ein Ursprung für alles. Dann gibt es in dieser Quelle nichts, was absichtsvoll schlecht und böse ist. Es gibt ein gesamtes Spektrum. Und es ist ein Blick der Weisheit zu erkennen, wie die Dinge zusammenwirken. Wo Licht ist, gibt es Dunkelheit, ja? Also, ich glaube, dass es darum geht, eine universelle Sicht zu bekommen, die uns handlungsfähig macht. Und das bedeutet auch aus dem Kampf, jeder gegen jeden, gut gegen schlecht, herauszutreten und in einen universelleren Blick der Weisheit, der Zusammenhänge, der tieferen Beziehungen und Hintergründe zu kommen. Denn ich gehe davon aus, dass nichts Schlechtes aus der göttlichen Quelle selbst kommen kann. Das bedeutet, die schlechten Dinge sind eben etwas Gewordenes. Also wenn wir uns Menschen zum Beispiel angucken, wir können natürlich sagen, ein Mensch ist schlecht. Ich glaube nicht, dass ein Mensch im Grunde seines Herzens überhaupt schlecht sein kann. Ich glaube, es gibt kein Wesen, was im Grunde seines Herzens schlecht ist. Natürlich können wir sagen, der Wolf ist ein schlechtes Tier, weil er reißt dieses Lamm. Aber es ist nichts, was der Wolf absichtsvoll schlecht tut. Bei uns Menschen ist es so, dass wir gelernt haben, auch über unsere Religion zu denken, der Mensch ist in der Ursünde. Er hat etwas Schlechtes getan. Aber das ist nicht die göttliche Weisheit, der ich begegne. Das bedeutet, wir sind nie aus dem Paradies hinausgeschmissen worden. Wir sind nicht schlecht. Natürlich kann man sagen, es gibt Menschen, die Schlechtes tun. Das ist ganz klar. Keiner von uns ist naiv. Aber ich glaube, dass das Schlechte im Menschen entsteht durch die Sozialisierung, durch die Erfahrung, die ein Mensch machen muss, durch die Art, wie er lernt zu denken, durch die Art, wie er lernt zu fühlen, wie er lernt zu bewerten. Und das ist eben etwas, was die Polarität sozusagen gebiert und eine Sicht von Licht- und Dunkelkräften. Und ich glaube, es ist schön, wenn wir dahinter gucken. Und wenn wir dieses absolute, transzendente, immerwährende Licht in allem erkennen können. Das ist die Schönheit, das ist das Wissen und das ist die Kraft, die in jedem lebendigen Wesen dieser Erde steckt. Und wenn wir diese Sicht für uns erfahren dürfen, dann erkennen wir das in jedem Stein und wir werden einen Stein nicht mehr einfach wegkicken. Und wir werden auch nicht die Tiere abgrundtief schlecht behandeln. Wir werden uns nicht einfach bedienen und wir werden auch anders mit uns Menschen umgehen. Und das ist etwas, was für mich wahnsinnig wichtig ist. Ein neues Menschenbild, ein geistiger Klimawandel bedeutet, das Licht in den Menschen zu sehen und kommunikationsfähig zu bleiben. Denn das macht uns Menschen auch glücklich, ein Resonanzfeld zu eröffnen, in Verbindung zu sein und Möglichkeiten gemeinsam zu finden. Und ich glaube, das ist etwas, was wir brauchen. Wir können diese Welt retten. Wir können dieser Welt eine wunderbare Zukunft geben. Alle zusammen mit einem Blick, der lichtvoll ist, der auf die Potenziale ausgerichtet ist und der nicht angstgetrieben ist. Die Frage ist nur, wie bekommen wir das ins kollektive Bewusstsein, oder?
Weil also wenn ich dir zuhöre, höre ich und sehe ich die Menschen, die sagen, ja, aber bei dem Gemetzel, was da draußen passiert, was ja wirklich furchtbar ist, wie kann ich da in bestimmten Menschen überhaupt noch etwas Gutes erkennen? Ich glaube, dass es wichtig ist, wenn wir lernen, das ist oftmals sehr schwierig für uns, aber wie jenseits dessen zu gucken. Wenn wir uns vorstellen, dieser Mensch war ursprünglich gut, weil wir Menschen alle gut sind, dann können wir erkennen, das, was schlecht ist und was auch wirklich schlecht ist, das lässt sich auch nicht beschönigen, ist eben das, was dieser Mensch in diesem Leben geworden ist. Ich glaube daran, dass wir, wenn wir das Gute erkennen, wie dahinter, dass wir diese Menschen auch wie ein Stück weit daran erinnern. Das ist natürlich sehr schwierig in einer konkreten Situation, aber ich glaube, es ist der einzige Weg, weil ich glaube, dass die Menschen in Wirklichkeit geliebt werden wollen. Sie wollen, dass dieses Licht, die Schönheit und die Kraft in ihnen erkannt wird. Und wenn das nicht der Fall ist, fangen sie an zu kämpfen und zu zerstören. Aber wir können nicht immer nur die Ergebnisse sehen. Wir müssen auf den Grund gucken. Und ich glaube, so lohnt es sich auch insgesamt, unsere Welt anzugucken. Ja, wir leben in einer Welt, wo viel Krieg ist, wo sehr viel Zerstörung ist. Aber gerade dann ist es wichtig, sich auf das Licht, auf die positiven Möglichkeiten auszurichten, damit wir diese Kräfte auch in uns aktivieren, damit das Positive und das Licht eben weitergehen kann, dass wir es teilen dürfen. Ich glaube, wir haben auch eine Berichterstattung, die uns immer nur dieses Negative zeigt. Es gibt sehr viel Positives auch. Es gibt sehr viel Licht. Es gibt sehr viel Menschen, die sich einsetzen für andere Menschen, für Heilung, für ganz konkrete Möglichkeiten im Hier und Jetzt. Und das wird oft viel zu wenig gesehen und benannt. Aber das gibt es. Und wir müssen unseren Fokus verschieben. Wir müssen dieses Licht sehen. Wir müssen es nähren. Wir müssen es in uns empowern. Und darüber werden wir es auch schaffen, diese Welt zu einem lichtvolleren Ort zu machen. Davon bin ich fest überzeugt. Und zwar können wir bei uns selber anfangen. Ganz konkret. Eben mal hinter das, was uns bedrängt, was wir schlecht oder dunkel oder schwierig oder angstvoll finden, wie so hindurch zu gucken, um diesem Schönen, der Kraft und dem Licht auch zu begegnen. Du hast ungefähr so vor 30 Minuten gesagt, du hast damals den Auftrag der geistigen Welt bekommen, das in die Menschheit zu tragen. Das ist mir eigentlich zu hoch aufgehängt. Ich bin ja so wie wir alle. Ich habe für mich diesen Impuls, diesen Auftrag erhalten und angenommen. Und das bedeutet aber auch, dass ich für mich Mittel und Wege finden musste. Wie kann ich das denn erstmal für mich, aber dann auch für mein Umfeld wirksam werden lassen? Ja? Und so habe ich eben angefangen mit Heilsitzungen für Leute. Ich habe das für Seminare erweitert und das erweitert sich eben auch, indem es mir wichtig ist, dass wir über das Bewusstsein als Menschen andere Möglichkeiten bekommen. Eben zum Beispiel hier eingeladen zu sein, über die Dinge zu sprechen und die Menschen daran zu erinnern, was sie sind und sich auf diesen Weg der Sehnsucht und der Ganzheitlichkeit zu machen. Und zu erkennen, dass das, worüber wir hier sprechen, was ja oftmals in so eine gleich esoterische Ecke gepackt wird, einfach das Ursprüngliche ist. Ja. Das war für mich auch so ein Prozess, weil vor 15 Jahren habe ich da auch noch völlig anders drüber gedacht und hätte das auch eher ein wenig belächelt. Und heute ist es zum Teil meines Alltags geworden und ich spüre, wie viel Kraft das bringt und wie eigenständig ich mit Dingen umgehen kann und auch Probleme transformieren und lösen kann, wie ich es vorher eben nicht konnte. Das heißt, und deswegen ist mir das ja auch wichtig, dass wir über solche Themen auch eben hier sprechen, da um mehr Menschen dieses Angebot zu machen und zu sagen, probiert's doch mal aus. Ja. Geht damit doch mal wieder in Kontakt. Das empfinde ich als ganz wichtig. Und deswegen sind auch die Bücher so geschrieben, dass ich die Menschen eigentlich erinnern möchte. Das ist eine Kraft, die wir alle in uns haben. Und das gilt es einfach, sich bewusster zu machen und dem auch Raum zu geben, dass wir lernen, an uns zu glauben, uns zu vertrauen und auch an dieses eigene Licht, dass wir wissen, wir sind Licht. Und das auch
strahlen zu lassen. Ich glaube, das ist der erste Schritt, dass wir es für uns selber einfach öffnen und annehmen, dass wir gut sind, dass es weitergeht, dass es und dass wir mehr Kraft haben, als man uns erzählt und dass jeder mehr. Einzelne hat und eben mit seinem Licht dazu beitragen kann. Und ist aber immer wieder die große Frage, ich finde es auch wichtig, es so in den Alltag zu übersetzen, also Menschen, die einfach in schwierigen Situationen sind, die das jetzt hören und sagen, es klingt ja alles schön und gut, aber was soll ich denn machen? Was sind denn die ersten Schritte? Was kann denn der Einzelne tun? Also ich glaube, was ganz wichtig ist und auch ganz praktisch ist, dass man erstmal für sich guckt, was brauche ich denn für mich, damit ich mich gut, kraftvoll und in der Harmonie fühle. Also erstmal von der Realität lösen und sagen, ich mache mir eine Liste mit den Dingen, die ich gerne hätte. Könnte man, ja, aber es geht schon um dieses Fühlen. Was hätte ich gerne? Was wäre wichtig für mich? Und das sind manchmal ganz alltägliche Dinge. Manchmal ist es etwas, was wie ein nächster Schritt ist, wenn wir zum Beispiel das Gefühl haben, wir haben zu wenig Raum für uns und sind immer nur getrieben. Dann, wir merken auch, wenn wir immer nur im Stress sind, immer nur getrieben sind, immer nur abarbeiten, dann haben wir für nichts Zeit, dann werden wir auch ungehalten, wir werden ungeduldig, ja. Und wenn wir Stress reduzieren, dann entsteht auch mal Raum mit Begegnungen, wenn wir an der Straße irgendwie an jemanden vorbeigehen oder im Supermarkt sind. Wir nehmen nicht noch schnell das Päckchen mit, sondern wir gucken auch mal in die Runde und dann entsteht die Begegnung mit jemand anderen. Ein kurzer Austausch, das ist ein kurzer Moment des Glückes, der Resonanz. Das tut uns wohl und dass wir uns die Dinge angucken, die uns gut tun, die uns nähren und dafür erstmal für uns den Raum öffnen. Also Bewusstsein für die kleinen Dinge im Alltag, die schön sind, die sich gut anfühlen. Genau, das ist erstmal das Wichtigste. Das nährt uns, das kräftigt uns und das lässt uns auch wieder gelassen sein und mehr sehen, wie direkt den nächsten Schritt. So sind wir immer nur im Hamsterrad. Es geht um dieses mehr zu sehen für sich selber und das bedeutet aber auch, dass wir andere Impulse setzen können. Das macht uns glücklicher, aber auch, es entsteht auch Glück im Außen. Das ist etwas ganz Praktisches. Also mit der Frage, was tut uns gut und was brauche ich im Moment? Nee, bitte. Ja, und ich denke, das kann ein ganz konkreter erster Schritt sein. Und wenn wir das so ein bisschen bewusst uns angucken und schauen und uns überlegen, wie kann ich das stärker in mein Leben integrieren, dann haben wir einen weiteren Schritt gemacht. Und also, ich glaube, wir Menschen spüren intuitiv, was sich für uns gut anfühlt, was sich harmonisch anfühlt, wo wir in unsere Kraft kommen. Und damit fangen wir an. Das sind oftmals auch Dinge, die uns berühren. Absolut. Also ich habe gerade eine Situation erlebt vor ein paar Tagen und das sind so diese kleinen Dinge, die einfach eine Magie haben. Ich bin zum Supermarkt gefahren und wollte rein und in dem Augenblick hatten sich drei Jungs, ich sag mal 10 bis 12 Jahre vor diesem Supermarkt aufgebaut, hatten ihre Instrumente rausgeholt und haben angefangen, ein Konzert zu geben. Und das war schon mal für sich wirklich sehr, sehr schön zu sehen, mit wie viel Inbrunst und wie viel Energie schön, die da und dann habe ich auf deren Zettel geschaut, den sie da aufgebaut hatten, so ein kleines Plakat. Und da stand drauf, sie sammeln also Geld für Kinder, die keine Eltern haben. Ja. So, was mich sehr rührte und dann bin ich in den Supermarkt rein, habe eingekauft. Als ich rauskam, sah ich, wie diese drei Jungs von ihrem erspielten Geld, und sie hatten das schon ganz reichlich gesammelt, etwas abgegeben haben einer Dame, die dieses Hinz und Kunst Magazin, das ist ein Obdachlosenmagazin, vor dem Supermarkt verkauft hat. Ja. Und so nach dem Motto irgendwie, Mensch, wir haben schon so viel eingesammelt. Und die haben das dann einfach darüber gebracht. Und auch diese Dame war gerührt, ich war gerührt. Und es war so ein Moment von, die Welt ist nicht verloren. Ja. Also das war einfach erstaunlich, so sollte es eigentlich sein. Also den anderen zu sehen und auch zu sehen, ich kann was bewirken auf verschiedenen Ebenen. Und ich habe dann eben auch gleich, ich habe dann bei Instagram einen Post darüber geschrieben, weil ich gedacht habe, ich muss das mit der Welt teilen. Und dann kam auch gleich das Feedback, toll, dass du das mit uns teilst, das hat mir den Sonntag gerettet. Und ich denke, das ist so dieses vielleicht, was du meinst. Ne? Das kann auch jeder Einzelne beitragen, diese Situation zu erkennen
und wie auch immer darüber zu sprechen, ob jetzt hier oder ob man es einfach nur den Nachbarn erzählt und eben nicht den Fokus die ganze Zeit nur auf das Negative und auf das Schreckliche zu setzen. Ja, weil das schwächt uns Menschen. Und wenn du diese Situation erzählst, das macht mit uns allen was. Das verändert die Energie, da entsteht Freude. Das ist echt etwas, wo wir in Beziehung gehen, wo wir etwas teilen, wo wir etwas Gutes tun. Und ich glaube, darum geht es. Wir müssen das nicht immer so hoch aufhängen. Im Kleinen entsteht sehr viel. Und diesen Möglichkeiten sollten wir folgen. Da sollten wir wahrnehmen, was macht glücklich, wie kann ich dieses Glück für mich empowern, aber auch mit anderen teilen. Das sind diese ganz konkreten Möglichkeiten. Das schafft auch Zusammenhalt für uns Menschen. Das ist eine Gemeinschaft, eine offene, freibleibende Gemeinschaft, in der wir uns immer wieder begegnen. Das ist für uns wahnsinnig wichtig. Ja, und mich zu fragen, wo kann ich wirksam sein, also wirklich wirksam? Wo rede ich nicht nur darüber, sondern wo bewirke ich etwas damit? Ja. Es gibt Menschen, die eben erstmal für sich selbst wirksam werden wollen. Aber wenn wir im Außen wirksam werden können, ist das umso schöner. Das ist wichtig, weil es gibt so viele Menschen, die einen Impuls brauchen, die eben, wenn wir auf der Straße an ihnen vorbeigehen, sie einfach mal wahrnehmen, weil wir sie sehen. Alleine das ist auch schon für viele Menschen sehr wichtig. Es löst uns aus dieser Isolation, aus dieser Einsamkeit, die wir Menschen eben auch oft verspüren, und verbindet uns. Dadurch entsteht Gemeinschaft, dadurch entsteht Licht, dadurch entsteht auch Hoffnung. Ja, es entsteht ein Erfolgserlebnis daraus, ein kleines Erfolgserlebnis, das wieder Zuversicht schafft. Absolut. Und wir nehmen diese Dinge auch ernst. Die nähern uns ja selber auch. Das sind ganz wichtige Sachen. Da können wir nicht einfach dran vorbeigehen oder keine Zeit dafür haben, sondern dem einfach Raum zu geben, immer mal wieder. Das ist wichtig. Du bist Seherin, sehr anerkannt. Und wenn wir jetzt uns die Welt anschauen und das Jahr 2024, was ist denn dein Gefühl, durch welches Nadelöhr müssen wir noch durch, damit wir das erreichen, worüber wir jetzt die vergangenen, ich weiß gar nicht wie lang, 1,5 Stunden gesprochen haben? Also ich glaube, was wichtig ist zu sehen, wir leben natürlich in Zeiten der Transformation. Das ist wichtig. Das ist gut so. Die Dinge müssen sich verändern. Und wenn wir aus der Angst hinausgehen und herausgehen und sagen, das ist schön, wir wollen ja auch eine andere Welt, eine neue Welt, und wir bauen sie alle gemeinsam auf, dann ist auch diese Angst, nimmt etwas ab. Was ich sehen kann, wenn ich in die Zukunft sehe, dann sehe ich sehr viel Möglichkeiten, sehr viel Potenzial. Der Mensch ist ein wundervolles, ein kraftvolles Wesen. Und ich weiß und ich sehe, dass wir es gut schaffen werden. Aber ich glaube, es ist eben auch wichtig, loszulassen, diese Ängste, sich zu trauen und auch an eine gute Zukunft zu glauben. Das ist auch etwas, was elementar für uns ist. Also eine Erwartung zu haben, die positiv ist. Ja, weil Hoffnung bedeutet, dass wir uns trauen, zu entwickeln und weiterzugehen. Und wir werden sowieso weitergehen. Es wird diese Zukunft geben. Aber ich glaube, dass wir nicht so viel federn lassen über die Transformation, in der wir sind. Und so laufen diese Dinge einfach, sie kommen und sie werden auch wieder gehen. Und wir werden in eine gute Zukunft hineingehen. Ich bin ja auch Archäologin, und wenn ich mir sozusagen die Menschheitsgeschichte angucke mit den Nadelöhren, dann bedeutet das immer, dass wenn wir durch schwierige Zeiten hindurchgekommen sind, haben wir Menschen immer wieder ein neues Bewusstsein erhalten für uns als Mensch, in unserem Menschsein und die Erde, und haben viele Jahre der Fülle, des Lichtes und der Prosperität vor uns. Und da werden wir hingehen, auch wenn es immer wieder mal trotzdem schwierig und holprig sein wird. Aber das ist dieses Licht, das ist am Horizont, das ist aber auch Teil von uns. Und das ist wichtig zu sehen. Es ist wichtig zu sehen und dennoch auch gleichzeitig damit umzugehen, die vielen Opfer, die es gerade gibt, überall in den unterschiedlichsten Bereichen, da auch zu verstehen, dass es irgendwo eine göttliche Gerechtigkeit geben muss und dass
sich das auf einer anderen Ebene abspielt, oder? Ja. Weil sonst wird man durchdrehen und sagen, ja, wie furchtbar und schrecklich und ungerecht ist diese Welt. Die Dinge finden immer in eine höhere Ordnung. Das ist etwas, was wir oft aus unserer Perspektive nicht erkennen können. Aber alles ist letztendlich von Selbstheilungskräften durchwebt und durchwirkt. Und die Dinge finden immer eine Heilung, einen Abschluss und eine höhere Gerechtigkeit. Da können wir ganz sicher sein. Diese höhere Gerechtigkeit, ist das, oder aus deiner Sicht, ist das das, was man Karma nennt? Nein, das ist jenseits davon. Das ist, dafür müssten wir jetzt in diese Themen Schicksal und Karma hineingehen und in die Strukturen, die sozusagen dahinter liegen. Aber ich glaube, jenseits von schicksalhaften und karmischen ist dieses reine Licht der Essenz. Das ist unser Licht, das ist das Licht der Quelle, das ist das Licht, was überall ist. Und manchmal spüren wir es einfach in diesem Vertrauen, wenn wir in Vertrauen sind. Und darum geht es auch, immer wieder loszulassen und zu wissen, die Dinge richten sich, sie regeln sich und wir sind auch an der Hand genommen. Das heißt, Karma ist auch wieder nur ein Konzept? Ja und nein. Es ist eine spirituelle Struktur, ein Ursache-Wirkungsprinzip. Aber es ist nichts, von dem wir abhängen müssen. Aber der Weg der Befreiung ist eben auch ein Weg der Erleuchtung. Und das ist eine Dimension, dieses eigene Licht ins Bewusstsein zu integrieren. Ich würde es gerne noch mal ein bisschen näher verstehen, weil das natürlich der Verstand sagt immer, okay, wenn es sowas wie Karma gibt, dann ist es ja gerecht, also auf einer anderen Ebene, als auf der Ebene, auf der wir uns hier als Menschen begegnen oftmals, weil es da ganz viel Ungerechtigkeit gibt. Mhm. Aber über mehrere Leben verteilt wäre es so, dass der Verstand sagen würde, dann bin ich halt in einem Leben Opfer und im anderen Leben aber dafür Täter, um jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel zu bringen. Aber das zeigt eben schon sehr gut, dass in diesem karmischen Aspekt es nie einen Punkt der absoluten Harmonie gibt. Es gibt immer das eine und dann gibt es das andere. Dann gibt es das eine und dann gibt es das andere. Deswegen spricht man auch von dem karmischen Rad. Und es gibt diesen Bereich, wo dieses Prinzip einfach endet und sich aufzulösen vermag. Und ich glaube, dass das eben wichtig ist zu sehen, das ist sozusagen der Ort, in dem die Weisen eingetaucht sind, der Ort der absoluten Erleuchtung, der Ort, an dem wir für uns definieren, kommen wir wieder und mit welchem Zweck. Spüre ich das schon während des aktuellen Lebens? Weiß ich das? Manch einer von uns weiß das. Wir wissen sehr viel mehr. Unser Bewusstsein ist sehr viel größer wie das, was wir als Alltagsmensch sind. Und je nachdem, wie gut wir in unserem Bewusstsein verbunden sind, wir tragen dieses Wissen in uns. Das ist sehr schön, vielleicht das nochmal auch so handfest zu benennen. Es gibt ja einen Kardiologen, dieser Pim van Lommel, genau. Endloses Bewusstsein hat er geschrieben. Der eben sehr deutlich sagt, 20% der Menschen mit einem Nahtoderlebnis erlebt das ganz bewusst. Und ich glaube, es geht genau um diese Bewusstseinskräfte. Diese Dinge ist da, aber wie erkennen wir sie? Manch einer trägt sie bereits in sich, weil dieses Bewusstsein ausgereift ist. Manch einer möchte vielleicht dieses Bewusstsein für sich auch entwickeln. Aber es ist grundsätzlich Teil unseres Bewusstseins. Jeder Mensch hat alle Möglichkeiten. Und das bedeutet, theoretisch, jeder Mensch ist auch eine Buddha-Natur. Das ist etwas, was der tibetische Buddhismus sehr viel eher weiß, wie jetzt das Christentum. Aber ich glaube, dieses Wissen ist eigentlich da. Das heißt, Schicksal, in dem Fall gibt es gar nicht? Oh doch, es gibt Karmisches, es gibt Schicksalshaftes, aber es gibt die Ebene, wo wir frei werden können. Wo die Verzweiflung wegfällt über das, was geschehen ist? Auch, ja.
Da geht es um einen universellen, unverstellten, unverschleierten Blick für alle Realitäten und für eine innerste Wirklichkeit, die allen Dingen zugrunde liegt. Zufall gibt es denn? Ja, auf einer Alltagsebene ja, aber ich glaube, dass der Zufall oft uns die Dinge hereinspielt, die wir brauchen. Das bedeutet, dieser Zufall ist oft nicht ganz so zufällig, aber er steht so einfach da. Und das ist manchmal auch wie eine höhere Kraft, die für uns wirksam wird und die dann uns ermöglicht, genauer hinzugucken oder mit diesen neuen Konditionen einen neuen Weg einzuschlagen, neu zu denken oder neu zu fühlen. Also sehr wichtig, sehr schön. Nicht immer einfach. Genau, ich glaube, das ist immer wieder wichtig hinzuzufügen. Nicht immer einfach und mit vielen Lernaufgaben verbunden. Ja, das ist schon auch so. Aber wenn wir uns entscheiden, nicht im Drama zu bleiben und nur in der Emotionalität, sondern immer wieder stärker dieses Wissen an sich sozusagen fließen zu lassen, dann glaube ich, sind wir ganz gut aufgehoben. Das funktioniert allerdings nur, wenn ich loslassen kann und für mich nicht in dieses Gefühl von Ungerechtigkeit komme. Ja. So nach dem Motto, warum ist mir das jetzt gerade? Warum gerade ich? Ja, genau. Dieses Loslassen und trotzdem immer wieder verbunden sein, die Fäden aufzunehmen, ist sehr wichtig. Es gibt eben einen sehr schönen Abschnitt in einem Buch von Gerald Hüther, der uns... Der Hirnforscher. Der Hirnforscher. Anleitung für ein menschliches Gehirn heißt dieses Buch, glaube ich. Wo er sehr genau beschreibt, was diese Kompetenz eines absoluten Bewusstseins ist. Wenn wir sozusagen die Kompetenz dieses Gehirns komplett entfalten. Und das bedeutet eigentlich... loszulassen, trotzdem festzuhalten. Das ist ein ganz wunderbarer Abschnitt, der uns letztendlich genau sagt, worum es geht. Ja? Und das auch nochmal, was wir jetzt so spirituell, auch zum Teil hochspirituell eben doch erörtert haben, auch durch deine konkreten Fragen, wie wir das so auf eine konkrete Ebene runterbrechen können, vielleicht auch sozusagen mit einer wissenschaftlichen Grundlage. Also dieses Buch lohnt sich. Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig für viele, auch das gerade für mich auch immer wieder wichtig gewesen in der Vergangenheit, so selbst als Brücke zwischen Verstand und Herz, wo das Herz sagt, ja, fühlt sich alles richtig an und der Verstand sagt, das ist doch Blödsinn. Und mit diesen wissenschaftlichen Bestätigungen und vor allem deswegen auch Pim van Lommel, wunderbares Buch, Endloses Bewusstsein, wer das gelesen hat, der kann eigentlich nicht mehr daran zweifeln, dass es mehr gibt als, ja, als das, was wir hier sozusagen über den Tod wissen oder beigebracht bekommen. Ja, und es gibt auch noch ein weiteres sehr hervorragendes Buch, auch finde ich für unsere Zeit. Das ist eine New Yorker Psychologin, die aber konkret auch in der Hirnforschung arbeitet und die eben auch die Gehirne von hochtraumatisierten, depressiven Menschen untersucht und Menschen, die spirituell sind. Und es zeigt uns auch, dass Spiritualität etwas ist, was sich im Gehirn über besondere Vernetzungen und Möglichkeiten abbildet. Und so kommt sie zu dem Schluss, dass sozusagen das Gegenteil von Spiritualität ist eigentlich Depression. Und ich glaube, das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen eben diese Möglichkeiten für uns, diesen Raum aufzumachen. Das heißt, wir sehen Zukunft, wir leben hoffnungsvoll, wir sehen dieses Licht und gehen in eine neue Zukunft. Und da haben wir auch wiederum auf einer wissenschaftlichen Ebene ein sehr schönes Buch. Dieses Buch heißt Das erwachte Gehirn. Mhm. Da können wir auch auf so einer wissenschaftlichen Ebene noch einmal gucken, was macht Spiritualität mit uns und warum ist das wichtig? Das ist ein Grundsystem im Menschen und das brauchen wir auch, um gesund zu bleiben, seelisch gesund zu bleiben. Annabel, vielen Dank für dieses Gespräch, aber zum Schluss dennoch die Frage, du hast gesagt, du hast das gefunden, was du bist. Und das lebst du auch. Hältst du es für möglich, dass sich das nochmal ändert? Leben ändert sich immer. Wir sind immer im Fluss. Und so verändert sich auch dieses in Essenz zu sein. Das ist auch gut und wichtig. Und vielleicht kommen auch für mich
schwierige Zeiten. Das kommt immer wieder, das gehört zum Leben mit dazu. Aber ich glaube, diese Anbindung werde ich nie verlieren, diese Erfahrung, die ich hatte. Und das trägt mich über alles hinweg. Und das ist auch für mich so wichtig, den Menschen das mitzugeben, weil das lässt uns gesünder, kraftvoller und glücklicher leben. Wenn aber jetzt jemand kommt und sagt, 2 Wochen in den Dschungel und du hast das Gefühl, da gehöre ich hin, dann ja, gehst du wieder mit. Im Moment würde ich sagen, ich glaube nein, aber wer weiß. Ja, für mich ist diese Frage nur, gibt es diesen Punkt, alles erreicht zu haben, im Sinne nein, von, ich weiß jetzt, welcher Berufung ich nachgehe und wer ich bin, oder entwickelt sich auch das stetig weiter? Die Dinge entwickeln sich immer. Wir kommen nie einfach irgendwo an. Ich möchte ja nicht einfach eine tote Struktur leben. Auch ich wachse und werde in dem, was ich bin. Und das ist für uns Menschen insgesamt wichtig. Das bedeutet zu leben, lebendig zu sein. Und das bedeutet, Erfahrungen zu machen. Und das finde ich absolut großartig. Ich kann also angekommen sein, aber das ist kein statischer Zustand, sondern ein lebendiger Zustand. Und das ist schön. Vielen Dank für das Gespräch, liebe Annabelle. Ich danke dir, lieber Jens. Hab mich sehr gefreut. Spock, vielen Dank auch an dich. Ja. Und dankeschön. Auch an Alex in der Regie und an euch fürs Zuschauen. Und ja, ich muss diese ganzen Informationen jetzt erstmal auf mich wirken lassen. Und es ist meistens so, dass nach solchen Gesprächen auch immer wieder sehr viele neue Erkenntnisse so in den nächsten Tagen sich zeigen. Ja. Also da kommt dann plötzlich ein Traum oder noch eine weitere Begegnung oder da kommen Gedanken. Und ja, von daher vielen Dank für dein Wirken und vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Ich danke dir. Danke an euch alle. Bis zum nächsten Mal an dieser Stelle. Tschüss. Bum, bum, bum.